Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 418. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der wunderbare Herr Marvin. Gute. Die wunderbare Frau Patricia. Hallo. Und der außerordentlich tolle Basti. Gute und Grüße. Da gingen mir kurz die Superlativen aus, musste ich kurz überlegen. Ja, wir wollen heute über dieses Dortmund-Spiel sprechen, mal so ein bisschen nach Wolfsburg schielen. Dann haben wir diese wunderbare Frage, wie man mit dieser Willems-Thematik umgehen soll. Da hatten wir zu einer kleinen Diskussion auf Facebook aufgerufen. Da können wir vielleicht mal so ein bisschen durch die Kommentare gehen und dann gucken wir mal, was uns noch so an guten Taten und Empfehlungen über den Weg läuft. Aber natürlich ganz klassisch wollen wir beginnen mit ein bisschen Housekeeping und möchten uns ganz herzlich für die vielen Unterstützer bedanken und dort mal stellvertretend den Jan herausheben. Der kam nämlich die Tage mit einer kleinen Sonderspende um die Ecke, die so ein bisschen was mit dem initialen Jahr der Eintracht zu tun hat. Von daher vielen, vielen Dank an den Jan stellvertretend für alle da draußen, die uns unterstützen. Und weil ich diese Frage die letzten Tage des Öfteren gesehen habe, wahrscheinlich ausgelöst durch diese ganzen Spotify Jahresrückblick Top 10 whatever Dinger, kam so des Öfteren die Frage auf, ob wir denn irgendwie Geld von Spotify bekommen dafür, dass man unseren Podcast da hören kann. Und nur um das nochmal klar und deutlich hier zu sagen, nein, wir bekommen von Spotify kein Geld. Ich glaube, es gibt auch die wenigsten, die tatsächlich von Spotify Geld bekommen, nur diese ganz Großen, die man tatsächlich dahin geholt hat, um die Leute da irgendwie hinzubekommen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr unter eintracht-podcast.de und dort bei Support einmal Hinweise auf unsere Patreon-Seite, wo ihr uns unterstützen könnt. Oder was uns noch viel lieber ist, tatsächlich mit der guten alten Überweisung. Da findet ihr die Kontodaten. In Zeiten von Online-Banking sollte es jetzt auch easy sein, so einen kleinen Dauerauftrag irgendwie einzurichten oder mal eine Überweisung flott einzugeben. Das ist der effektivste Weg, weil da habt ihr keine Gebühren, wir keine Gebühren und am Ende sind wir alle glücklich damit, würde ich sagen. Ja, also von daher, wenn ihr uns da unterstützen wollt, findet ihr dort alle Informationen. So. Unterstützen, da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Spiel gegen Dortmund vom Wochenende. Man konnte sich ja so ein auf der einen Seite so ein bisschen freuen, dass dieses Haaland-Thema sich quasi von selbst erledigt hat, nachdem er sich ja vor dem Lazio-Spiel verletzt gemeldet hat und der ausgefallen ist zum Leidwesen von Patricia, die ja dann den Herrn Haaland in ihrer Kickbase-Team hat. Aber ja, gut für die Eintracht. Ja. Und die Eintracht hat auch an sich in der Aufstellung ein bisschen getüftelt. Ich war sehr überrascht, als ich diese Aufstellung gesehen habe, mit zwei Zehnern und So und Rode im Mittelfeld. Und ich war auch sehr überrascht, dass Barkok da gespielt hat. Also man könnte fast meinen, so diese Aufstellung, die wir in den letzten Wochen immer mal wieder ja so herbeigeredet haben oder versucht haben herbeizureden, ist jetzt so ein bisschen Wirklichkeit geworden. Wie irritiert oder wie erfreut wart ihr darüber, Basti? Also ich muss sagen, ich fand die Aufstellung geil. Das war tatsächlich so eine Fanaufstellung. So. Das war genau dieses von wegen, dass wir gesagt haben, immer, ja, man muss auch beachten, dass Hütter gerne Sicherheit hat, gerade im zentralen Mittelfeld. Das ist ein bisschen rausgefallen, weil du hast zwei kickende zentrale Mittelfeldspieler gehabt. Du hast Kostic, Kamada, Barkok, Silva dabei gehabt, wo du denkst, oh geil, die können kicken. Und es hat auf jeden Fall, war es jetzt nicht so, dass ich dachte, also ich hatte schon negativere Emotionen, als ich Aufstellung gelesen habe vor dem Spiel. Ja. Wir haben auch mal mit Ilsan Kankor begonnen. Das hat sich ein bisschen anders angefühlt. Du hast gedacht, ach geil, gucken wir mal, wie sich das auf dem Platz darstellen wird. Und zumindest in der ersten Halbzeit wurden meine Erwartungen erfüllt, muss ich sagen. Patricia, was war so dein Gefühl, als du die Aufstellung gelesen hast? Ja, ähnlich, aber ich habe mich als erstes drüber gewundert, dass Barkok schon zurück ist, weil irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wusstet ihr das, dass er wieder zurück ist aus der Quarantäne und dann spielt? Weil ich habe es irgendwie nicht gerafft. Und als ich das gesehen habe, war ich überrascht, aber halt positiv überrascht, weil ich mich gefreut habe, weil der auch einen guten Lauf hatte zuletzt und jetzt vielleicht auch dran anknüpfen konnte und generell halt sehr unerwartet, weil ich auch dachte, wie Basti schon meinte, mit der Sicherheit vor allem dann gegen Dortmund, es ist halt immer noch ein Team aus den Top 3 so. Aber ich war sehr positiv überrascht und hat mich auch gefreut, dass da so einige Gebete erhört wurden scheinbar.
Ja, das ist gut gesagt. Dieses Barcock-Thema ist tatsächlich an mir auch vorübergegangen. Wir hatten ja letzte Woche noch drüber gesprochen und waren uns eigentlich ja sehr sicher, dass er nicht spielen kann, weil er noch 14 Tage Quarantäne. Anscheinend waren die letzten Tests negativ, nicht positiv. Und trotz dessen, dass er ja sehr wenig dann mit der Mannschaft trainiert, weil ich glaube, er hatte dann nachher irgendwie eine Trainingseinheit mit der Mannschaft, dann direkt in der Startelf, zeigt, finde ich, auch so ein bisschen, was er durchaus auch für ein Standing in der Mannschaft und auch beim Trainer hat, dass er dann da halt auch direkt zum Einsatz kommt. Das hättest du bei anderen wahrscheinlich nicht gesehen. Ja. Nee, definitiv nicht. Also du merkst natürlich schon, dass es was Besonderes ist, ne? Aber du hast, Barcock hat sich in der letzten Woche auch so ein bisschen reingespielt. Das ist natürlich immer derjenige, den wir öfter mal gefordert haben. Und er weiß natürlich, auch der Trainer weiß natürlich auch, welche Qualitäten Barcock hat. Er hat sie im Ansatz auch wieder gezeigt, hätte natürlich aber auch das Ganze auch vergolden können, vielleicht sogar vergolden müssen. Aber ich fand es echt, das war ein überraschendes Moment überhaupt, dass er reingekommen ist. Und die Tatsache, wie wir aufgestellt wurden oder wie wir aufgestellt haben, fand ich schon klasse. Ich meine, man merkt, und das ist gut, dass Kostic wieder da ist. Durm hat auch eine ordentliche Leistung abgeliefert. Das hätte alles auch nach hinten losgehen können, aber du hast trotzdem auch eine wesentlich wachere Abwehr als in den vergangenen Wochen gehabt, ja. Abraham, Hinteregger und Dika haben für meinen Dafürhalten allesamt sehr gut funktioniert gegen Dortmund und dann gibt es natürlich so ein Ergebnis, wie es dann jetzt der Fall war, aber die ersten Momente, die waren für mich gleich wesentlich positiver. Ich wollte gerade sagen, wache Abwehr in beider Richtungen, einmal eine stabil stehende Abwehr gegen die auch ohne Haaland immer noch durchaus gefährliche Offensivaktion der Dortmunder, aber hellwach auch, was dieses Thema Einleiten von Chancen angeht, wenn wir mal an diese 9. Minute denken, Hinteregger, der sieht, dass Kamada da startet und diesen langen Ball über, ich glaube, Mittelfeld und Abwehrreihe so ein Stück hinweg drüber spielt, Kamada in den Lauf und der das Ding dann da zwischen Oberschenkel und Oberarm von Bürki da durchdrückt. Also das war schon ein sehr großartiger Start, oder? Ja, also es hat natürlich gepasst, dass auch das endlich mal funktioniert hat. Wir hatten oft solche Situationen in anderen Spielen, wo es auch diese Chancen gab, die dann nicht reingegangen sind oder Silva knapp im Abseits stand und so weiter und so weiter. Das hat natürlich geholfen. Aber das hat die Eintracht sich auch verdient, ehrlich gesagt. So dieses, das ist ja nicht nur Glück, aber trotzdem einfach auch diesen letzten Punch zu sagen, okay, dann gehst du halt einfach mal in Führung, was deinem Spiel dann natürlich auch Sicherheit gibt. Und dann ist so eine Aufstellung, wie Marvin gesagt hat, es kann auch nach hinten losgehen. Diese Gedanken hast du dann halt mit so einer Sache weggewischt. Und das hast du in der ersten Halbzeit zumindest weiterhin gesehen, finde ich. Weil was man kritisieren kann, wenn wir jetzt noch über die erste Halbzeit sprechen, ist, dass die Eintracht eigentlich nur 1-0 führt. Weil du dann, wenn du gegen Dortmund spielst, hast du die Chance von Kostic, du hast die Chance von Barcock und eine von beiden muss halt noch rein. Ja. Muss man dann einfach so sagen. Also wenn du wirklich gewinnen willst, musst du halt von diesen Chancen noch eine reinhauen. Dann führst du zur Halbzeit 2-0. Natürlich kann es dann auch noch 2-2 ausgehen. Dortmund hätte dann wahrscheinlich nach dem Anschlusstreffer, wenn die den gemacht hätten, noch weitergemacht. Und da weiß man auch nicht, ob wir standgehalten hätten. Aber zumindest hättest du eine krassere Position gehabt, zu sagen, okay, wir führen 2-0. Wir warten jetzt in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so ab, wie dieses Spiel sich entwickelt, sondern wir gehen direkt auf Konter. Und keine Ahnung, dann nimm von mir aus sogar Silva raus und bring noch einen schnellen Spieler und baller einfach alle Bälle nach vorne und hofft, dass du irgendwie es 3-0 machst. Aber war jetzt nicht so. Trotzdem muss ich sagen, bin ich mit einem guten Gefühl zumindest kurz in die Halbzeit gegangen. Kam dann auch eher ein schlechtes Gefühl, weil man wusste, okay, die Eintracht ist eine Mannschaft, die spielt immer sehr unterschiedliche Halbzeiten. Ja, haben wir alles schon gesehen. Ja. War jetzt halt umgekehrt. Aber gut. Ja, wobei auch, wie du schon sagst, wir hatten in der ersten Halbzeit diese zwei Großchancen, wir hatten aber halt auch zweimal Glück. Ich glaube, es war Sancho in der 20. und 26. Minute, wo er das Ding irgendwie so haarscharf an den Pfosten vorbei schiebt. Das wäre halt wirklich der Moment gewesen, wenn du da irgendwie das 2 oder 3-0 tatsächlich gemacht hättest, dann wäre wahrscheinlich das, wäre auch Dortmund noch so ein bisschen wieder abgefallen. Aber so hast du ja, du hättest halt mehr Lücken gehabt. Also du hättest, ich glaube, Dortmund hätte noch mehr Risiko gehen müssen, wenn die 2-0 zurücklegen. Und du hättest dir vielleicht dann irgendwas überlegen können, wie du das besser ausnutzt. Ja, aber dann ist halt auch wieder so die Frage, das habt ihr ja vorhin in der niegelnagelneuen Fußball 2000-Folge auch schon besprochen. Es ist dann halt auf unserer Seite wieder so ein bisschen schwierig nachzulegen. Ja, einen schnellen Spieler dann bringen, um dann da irgendwie die Abwehr zu überspielen, wenn Dortmund dann da aufmachen muss, um da irgendwie die Stiche zu setzen. Aber wen hast du denn da als schnellen Spieler? Also Silva ist jetzt okay schnell, Dost wäre jetzt nicht so der präferierte Mann und dann wird es halt in der Offensivabteilung schon wieder schwierig. Wen willst du denn da dann bringen?
Umstellen hättest du nur können mit vielleicht einem Da Costa, der eine gewisse Schnelligkeit an den Tag legt, aber das ist natürlich nicht genau die Position, die dann dafür benötigt wird. Das ist der Einzige, der wirklich schneller ist von den ganzen Jungs, weil selbst Rustic hat nicht die Schnelligkeit, die man vielleicht sich hier hoffen würde. Fakt ist aber, das sage ich jetzt aber auch nur von den YouTube-Videos, die ich gesehen habe, ja, und von den Minuten, die werden, weil es ist ja tatsächlich so, du hast ja wenig Stichproben, ne? Ein Rustic, ja, klar. Der neue Highlight der ganzen YouTube-Kommentarios ist tatsächlich nicht jemand, den, auf den wir großartig gerade zählen können, weil wir wissen es halt nicht. Und der Trainer sieht ihn, und aber selbst da sieht er ihn nicht in der Startformation oder noch nicht mal dabei, regelmäßiger mal reinzukommen. Es ist halt einfach eine schwierige Kiste. Ja, ich glaube, du hättest, man hat gesagt, du kannst halt Da Costa oder Chandler bringen oder sonst irgendwas. Du kannst halt dann umstellen. Du kannst dann halt sagen, okay, Kamada, Kostic und Barkok, die sind alle drei meiner Meinung nach schnell genug. Und dann, dann hast du halt so einen, dann hast du keinen richtigen Stürmer, aber du hast halt schnelle Leute. Aber meine Güte, lass uns nicht in so einer Konjunktivdiskussion jetzt hier verheddern, weil es ist nicht der Fall gewesen. Trotzdem geht die Eintracht mit einer guten Leistung in die Halbzeit. Ja, ich glaube, wir können langsam mal anfangen, dann über die zweite Halbzeit zu reden, weil da muss man, glaube ich, andere Aspekte dann ansprechen. Da muss man definitiv andere Aspekte ansprechen, wie du schon so richtig gesagt hast. Die Eintracht spielt in letzter Zeit immer sehr unterschiedliche Halbzeiten. In der Vergangenheit war es des Öfteren so, dass die erste Halbzeit eher so zum Fürchten war und in der zweiten dann es eigentlich immer ganz gut lief. Diesmal war es umgedreht. Die Eintracht kam so ein bisschen zurückhaltend aus der Pause. Dortmund, glaube ich, mega angezündet, hat direkt irgendwie diesen Sturmlauf gebracht und wir wussten nicht so richtig in dieser Situation, wie wir damit umgehen sollen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch da ging, dass der Plan war, für die zweite Hälfte das eher zu verwalten und man dann eher so ein bisschen zurückhaltend dann tatsächlich da agiert hat, was du meiner Meinung nach gegen Dortmund an der Stelle nicht machen kannst, weil du wirst es nicht schaffen, gegen Dortmund so ein Ergebnis zu verwalten, wenn die einen guten Tag haben. Ja, war das eine Falscheinschätzung von mir oder wie würdet ihr das beurteilen, Patricia? Ja, ich weiß nicht. Also mir hat auf jeden Fall gefehlt, dass wie in der ersten Halbzeit dieses krasse, hohe Pressing, was da war, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Dortmund ist ja auch überhaupt nicht in ihr Spiel gekommen dadurch. Und das war in der zweiten Halbzeit ja gar nicht mehr da, also vor allem nicht am Anfang. Und ja, ich weiß aber auch nicht, ob das halt daran lag, dass dann eine Ansage in der Kabine war, hey, wir gehen ein bisschen zurück, wir gehen nicht mehr so offensiv drauf. Oder ob halt einfach Dortmund dann nochmal eine Schippe draufgelegt hat und es dann auch vielleicht gar nicht mehr so einfach war, wie es in der ersten Halbzeit ging. Weil man muss ja auch fairerweise sagen, Dortmund hat jetzt in der ersten Halbzeit auch nicht so das Blaue vom Himmel gespielt. Also ja, ich weiß halt nicht, woran es dann lag, aber letztendlich war man in der zweiten Hälfte auf jeden Fall schwächer. Mhm. Ja. Aber es ist wirklich auch interessant zu sehen, ne, dass wir uns alle auch irgendwo mit Schwierigkeiten befassen, die wir gar nicht genau benennen können. Ne? Denn auf der einen Seite ist klar, dass die Eintracht eine herausragend super gute erste Halbzeit gespielt hat. Da gibt's nichts. Das war von vornherein gleich Feuer da drin. Du hast gemerkt, die wollten, die waren top motiviert. Auch, wie gesagt, auch Spieler, die in den letzten Wochen gestrauchelt haben, waren plötzlich da. Nun siehst du natürlich in der zweiten Halbzeit komplett straight einen Wechsel, wo du nicht genau weißt, woran hängt das. Das müssen wir die selber fragen. Vielleicht wissen sie es selber nicht. Vielleicht waren sie in der ersten Halbzeit so irritiert, dass sie so dominant waren. Und plötzlich gibt es halt diesen Switch. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass Moukoko reingekommen ist, der mir echt auch gut gefällt. Finde ich echt schon ein spannender Typ. Ich hoffe, den werden wir noch ganz, ganz lange sehen. Aber der braucht trotzdem nicht gegen die Eintracht treffen, ja. Aber trotzdem, das war interessant. Du merkst, dass die Eintracht dann wirklich aus irgendeinem Grund einen Gang zurückschaltet. Und dann stellst du dir die Frage, okay, wie kommen sie wieder rein? Und da war halt einfach zu wenig da. Und dann musst du trotzdem mal wieder versuchen, Offensivakzente zu setzen. Und das haben sie leider in der zweiten Halbzeit nicht gemacht. Dann wäre nämlich noch mehr möglich gewesen, weil irgendwo eine gewisse Anfälligkeit hatte Dortmund ja trotzdem drin. Ja, klar. Dortmund hat halt das Spiel umgestellt. Ich finde, die Eintracht kam damit nicht zurecht. Dortmund hat in der Halbzeit einfach umgestellt, weil die gesehen haben, okay, wir kommen mit den taktischen Mitteln aus der ersten Halbzeit nicht raus. Dann haben Favre wahrscheinlich gesagt, hier, wir müssen noch ein bisschen wacher sein. Ich finde, du hast eine andere Dortmunder Mannschaft auch gesehen und die Eintracht hat es sehr, sehr lange gebraucht, sich darauf einzustellen. Also die Eintracht hat es zumindest, und ich finde nicht mehr, dass Dortmund offensiv krass umgestellt hat, sondern eher defensiv. Dortmund hat es geschafft, dass die Eintracht keine drei Pässe mehr hintereinander spielen konnte. Und das hat der Eintracht so ein bisschen in den Zahn gezogen, weil ich glaube, den Flow, in dem sie waren oder beziehungsweise den sie aus der ersten Halbzeit mitgenommen haben, der war komplett weg. Das war wieder, eigentlich war das in der zweiten Halbzeit eigentlich trotzdem ein Spiel, was die Eintracht hätte kennen müssen,
weil die Eintracht oft so spielt. Also die Eintracht ist oft so, da hast du keine Ballstaffetten, da musst du irgendwie gucken, dass du vorne zu Torchancen kommst. War ein bisschen verwundert, dass die Eintracht damit so wenig zurechtkam, weil man sich halt krass hat hinten reindrücken lassen. Du konntest es halt sehen, wo die Ketten standen. So, die Eintracht war einfach gefühlt 20 Meter weiter tiefer. Und wie Marvin es gesagt hat, da stochert man halt im Dunkeln, ob das eine Vorgabe ist und oder ob das einfach daran liegt, dass Dortmund es besser macht. Ja, weil ich finde, wir müssen diese Relativierung, die Relativierung noch einbauen, zu sagen, Leute, das ist halt trotzdem auch Meckern auf hohem Niveau. Das ist Borussia Dortmund, die hast du eineinhalb Jahre gut im Griff gehabt. Klar hatten die viele Verletzte, trotzdem die Mannschaft, die da gespielt hat, war trotzdem sehr, sehr geil, trotzdem noch. Und dass die dich halt irgendwann auch mal hinten reindrücken, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Aber ich finde, Marvin hat einen sehr, sehr wichtigen Punkt gesagt. Das sind halt alles Vermutungen, die man anstellt. Ich finde, da kann man nichts Definitives ableiten, weil wir waren in der Kabine nicht dabei. Umso ärgerlicher ist es eigentlich, dass du aus der ersten Halbzeit nicht so viel mitmachst. Der Leon hat es auch gerade im Chat geschrieben, dass wenn du halt eben so viel Pressing spielst, dass das natürlich auch dann zu Kosten der Kraft geht. Das heißt, es war eigentlich absehbar, dass du über kurz oder lang so ein bisschen dir die Körner ausgehen. Und deswegen ist es halt doppelt ärgerlich, dass du dann da halt die Buden nicht machst, weil dann wäre es halt wieder eine ganz andere Nummer gewesen an der Stelle einfach auch. Ja. Ja, aber dann ist es vielleicht eine Mischung aus, was Leon gesagt hat, dass du schon wusstest, dass du das nicht 90 Minuten durchballern kannst. Ja. Und dann musst du es halt erstmal kraftsparender machen und hoffen, dass du vielleicht den, weiß ich nicht, vielleicht hat die Eintracht gehofft, dass sie das irgendwie übersteht, um dann hinten raus nochmal zu powern und das dann über die Zeit zu bringen. Das kann natürlich der Plan gewesen sein. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, wenn wir jetzt mal über den Ausgleichstreffer von Reinhard da sprechen, der war auf der einen Seite schon geil gemacht, wie er da von außen reinzieht, zwei Schritte macht und dieses Ding einfach volle Granate da oben in den Winkel ballert. Also Trapp hatte die Ecke ja noch quasi auf dem Schirm und war ja schon unterwegs, konnte das Ding aber trotzdem nicht halten. Also auf der einen Seite extrem geil gemacht, auf der anderen Seite ist es halt auch wieder so ein Schuss, ähnlich wie wir es letzte Woche bei Kruse hatten, der sitzt halt einer von 10 und ausgerechnet gegen uns sitzt das Ding dann halt wieder. Das ist halt dann auch wieder so ein bisschen dieser Beigeschmack, der dann da mit dabei war, weil danach hast du es ja dann doch auch mit den Chancen, die Dortmund hatte, finde ich wieder okay gemacht. Also jetzt nicht super, aber danach war die Abwehrarbeit ja schon wieder okay. Man hatte ja doch wieder sich so ein bisschen dann gefunden. Umso ärgerlicher ist es halt, dass dieses Ding da halt dann gerade reingeht. Das ist es. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass wir dieses Spiel besprechen, aber ich kann nicht mit einem negativen Fazit aufhören. Weil bei mich ist es tatsächlich so, dass ich trotzdem froh bin, dass es eine gute erste Halbzeit war, die für mich gezeigt hat, dass die Eintracht mithalten kann. Neon hat es ja gerade auch richtig erwähnt. Das ist halt viel Druck, den du jetzt auch den du auch aufbaust, dass du den nicht auf 90 Minuten durchhalten kannst, okay. Aber ich glaube, das Ziel wird weiter sein, diesen Druck jetzt perspektivisch auch dauerhaft gegen andere Gegner zu haben und dann zu sehen, dass du endlich mal wieder aus dieser Ein-Punkte-Spirale rauskommst, weil das wird ganz, ganz essentiell wichtig sein. Und dann gehen wir mit diesem Punkt, mit einem positiven Gefühl weg gegen Dortmund. Das ist für mich am Ende das, was bleibt. Ja, und trotzdem muss man auch sagen, klar, Dortmund war in der zweiten Halbzeit natürlich dominanter. So unfassbar viele Chancen haben die auch nicht kreiert. Das heißt, also wir müssen anscheinend auch in der Defensiven oder in der Mittelfeldarbeit schon einiges richtig gemacht haben. Also insofern muss ich auch sagen, das sieht man dann vielleicht nicht so offensichtlich, aber das sind auch die Aspekte, die es für mich positiv hervorzuheben gibt. Ja, definitiv. Also der eine Punkt und das Unentschieden gegen Dortmund ist mehr als in Ordnung, auch wenn man sich den Spielverlauf anguckt und wie die Mannschaften da unterwegs sind und gerade auch, wie Basti ja richtig gesagt hat, dass Dortmund einfach auch eine Mannschaft hat, die zwei, drei Regalbretter über uns einfach sind. Bei mir bleibt halt persönlich immer noch so dieses bisschen dieser Frust, dass man hier mit einer relativ offensiven und spielstarken Formation reingegangen ist und hier was versucht hat und gegen die Mannschaften vorher, wo definitiv mehr als der eine Punkt drin gewesen wäre, es nicht gemacht hat. Das kann ich irgendwie nicht so richtig abschütteln. Das läuft mir immer noch hinterher. Ja, aber vielleicht ist das jetzt, also ich weiß es nicht, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht ist es jetzt auch so ein Lerneffekt. Also, dass er sieht, hey, das funktioniert einfach besser und vielleicht funktioniert das auch gegen andere Mannschaften. Man muss es halt probieren. Man muss ja auch sehen, gegen defensivere oder schlechtere Mannschaften ist es ja auch immer eine ganz andere Spieldynamik. Keine Ahnung, aber er kann es ja zumindest versuchen und es hat ja zumindest jetzt nicht geschadet. Also auch nicht gegen gute Gegner wie jetzt Dortmund oder auch gegen Leipzig war die Aufstellung ja schon anders.
ich bleib dabei, weil im Endeffekt wurde ja gegen Leipzig der andere Beweis angetreten. Da war es eine ganz andere Aufstellung und trotzdem hast du gegen eine gute Mannschaft auch unentschieden gespielt. Ich bleib dabei, dass das trotzdem das Wichtigste, die Einstellung ist. Dass die Eintracht Bock haben muss und die Eintracht muss gegen schwächere Gegner einfach auch mal denken, wir sind besser und nicht wir. Die Eintracht soll vor solchen Spielen, wenn jetzt Gegner kommen, die auf Augenhöhe sind oder ein bisschen schlechter, jetzt nicht denken, oh Gott, das machen wir die ganze Zeit nicht so gut, weil das verselbstständigt sich, glaube ich, schnell. Ich glaube, die Eintracht hat es jetzt gezeigt. Die Eintracht hat gezeigt, dass sie die letzten drei Spiele eigentlich echt gut war. So. Aber immer mit Phasen, wo sie sich teilweise selber irgendwie ins Knie geschossen haben. So bei Union diese 4 Minuten. Du hast gegen Dortmund teilweise kleine Szenen drin gehabt, die dann halt, ja, dann macht Barkok das Tor halt nicht. Aber das ist meiner Meinung nach nicht schlimm. Ich finde, wenn man die letzten drei Spiele nimmt, kann man Marvin auf jeden Fall zustimmen, dass es positiv ist. Ja. Aber ich kann auch René verstehen hier, das ist auch nur positiv, wenn du jetzt halt nicht absagst, so. Weil das sind trotzdem nur 3 Punkte. Das ist so wie, gut, dann hättest du gegen Union gewonnen und hättest jetzt die anderen beiden Spiele gegen Leipzig und Dortmund verloren, hätte auch jeder gesagt, das ist alles normal. Ja. Hättest du auch 3 Punkte. So, also das heißt, diese Fleißkärtchen und diese Haltungsnoten, die wir hier die ganze Zeit verteilen, die schlagen sich halt trotzdem nicht in Punkten nieder. Und was die Eintracht nicht gemacht hat, das muss ich leider sagen, die Eintracht hat trotzdem, deswegen denkt René wahrscheinlich auch noch an diese Spiele, die Eintracht hat trotzdem nicht geschafft, das auszugleichen. Da hättest du halt mal ein Freakspiel drin haben müssen und dann vielleicht gegen Leipzig oder Dortmund gewinnen müssen. Dann hättest du so wieder Bremen oder Stuttgart ausgeglichen. So hast du nicht gemacht. Ja. Das heißt, du hast immer noch meiner Meinung nach zu wenig Punkte und du hast dann halt mit Wolfsburg und Gladbach Gegner, wo es auch nicht sicher ist, dass du da ein Spiel gewinnst. Und dann kann es trotzdem passieren, dass du vorm Winter irgendwie in so eine Merkwürdigkeit reinrutschst. Da habe ich keinen Bock drauf, weil die Eintracht, ich fühle mich immer noch so, als wäre die Saison nicht losgegangen, dabei ist bald Weihnachten. Also so wirklich, wo die Reise, also wir fahren immer noch geradeaus, es ist noch keine Ausfahrt genommen. Ja. Ja, es ist, ja. Ja, es ich ist weiß, halt und lustig, es ist aber auch gut. Ja, sorry, Patrick. Ja, es ist halt dieses, seit wir, ich weiß nicht, war es das Bremen-Spiel, seit es hieß, das richtungsweisende Spiel jetzt, wurde halt nur noch unentschieden gespielt. Und ja, dann ist es halt wirklich so, dass man sich denkt, okay, was ist denn jetzt die Richtung? Also ich verstehe es auch langsam nicht mehr, weil ich habe auch ehrlich gesagt immer noch keine Angst vor einem Abstiegskampf, weil ich meine, wir haben da immer noch Mannschaften wie Schalke und Wahnsinn. Ja, ich meine, das ist halt Quatsch, da sehe ich die Eintracht nicht, dafür ist sie auch zu gut und dafür kann sie sich, glaube ich, auch motivieren, wenn sie in so eine Situation kommt, sich da auch wieder schnell in 2-3 Wochen rauszuziehen. Andererseits sehe ich aber auch überhaupt nicht diesen Ansporn nach oben, weil halt immer nur unentschieden nicht reicht. Auch nicht, wenn man dann gegen die guten Teams unentschieden spielt, ist das ein gutes Gefühl. Aber reicht halt punktemäßig dann wieder nicht. Und deswegen hängt man da immer noch zwischen den Seilen. Also wie Basti sagte, du fährst geradeaus und nimmst keine Ausfahrt, dass man jetzt weiß, okay, es wird jetzt schwer oder es wird jetzt, keine Ahnung, vielleicht kommt nochmal Euphorie auf oder so. Du hängst halt so dazwischen und weißt nicht, wohin mit dir. Ja. Und es ist aber auch gut. Ich meine, es ist auch okay, dass wir halt nicht komplett hier einer Meinung sind und dass wir jetzt irgendwie eine dauerhaft gute Laune haben. Wir sehen halt genau diese Ambivalenz zwischen, es gibt Dinge, die laufen gut. Wir haben gesehen, es ist super geil, dass die Eintracht gegen Dortmund auch mithalten kann. Gegen andere Mannschaften haben wir es auch gezeigt, aber es ist auf der anderen Seite einfach extrem bitter, dass keine 3 Punkte geholt werden. Weil natürlich ist es aber auch so, dass du mit dieser dauerhaften 1 Punkte Situation immer in diese, ja, du wirst so im Wachkoma gehalten. Und das ist halt das Problem, ne? Du hast halt kaum Anzündmomente. Und wir haben halt mal so einen kleinen Anzündmoment in der ersten Halbzeit gehabt, wo wir uns alle angeguckt haben, Alter, was ist denn hier los? Was spielen die hier gerade? Und dann wirst du aber gleichzeitig so bevor Ende dieses Spiels wirst du dann wieder runtergeholt und sagst, okay, alles klar, naja, gut. Und dann guckst du dich an und sagst, okay, alles klar, einen Punkt kann ich mitleben, aber du hakst es halt emotional relativ schnell ab. Und da müssen wir alle rauskommen. Ne? Ja, es gibt weder positive noch krasse Negative. Also es gibt natürlich Emotionen, aber nicht in eine extreme Richtung. Du hast nicht dieses geil, 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 geil und das ist das Ziel und wir wollen irgendwie auf Platz 6 angreifen oder wir wollen unbedingt in die Conference League da das Finale in Tirana irgendwann erreichen. Aber du hast auch nicht dieses, oh Gott sei Dank haben wir uns irgendwie von den Abstiegsrängen weggespielt, sondern du hast Wachkoma, beschreibst vielleicht ein bisschen zu extrem, aber eigentlich stimmt. Das trifft halt leider ziemlich gut zu, ja. Du denkst so, ja, also ja, aber ganz im Ernst jetzt und jeder, der da draußen jetzt rummeckert, dass wir hier nicht alles analysieren, Leute, Patrizia hat es gesagt, was soll man denn auch sagen, wenn
man eine Mannschaft bespricht, die von 10 Spielen 7-mal unentschieden spielt. Da kannst du doch auch nicht sagen. Das ist doch unentschieden. Das ist unentschieden. Ist halt auch eine Beschreibung für, ja, keine Ahnung. Unentschieden. Es ist halt noch nicht entschieden. So. Und so fühlt man sich jetzt auch. Und das macht mich selber auch wahnsinnig. Aber ich finde, was den Fehler, den man halt nicht machen darf, dass wenn du in so einer unsicheren Situation bist, und gerade ist die ganze Welt in einer unsicheren Situation, und man sieht es ja, dass viele Leute dann probieren, auf Zwang eine Erklärung zu finden und oder Ableitung zu machen. Und ich glaube, das kann man halt einfach noch nicht machen. Da muss man Geduld haben. Alles, was wir analysiert haben, ist, das sind alles Teilerklärungen und sonst irgendwas. Aber eine wirkliche Bewertung kannst du jetzt noch nicht machen, weil was ist denn, wenn die Eintracht jetzt in Wolfsburg gewinnt und dann gegen Gladbach? Dann sind das komplett andere Gespräche, obwohl es nur 2 Spiele sind. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, dass man hier auch immer nach dem Motto diskutiert, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das sind die Eintracht ist in der Situation, dass innerhalb von, dass 2 Spiele komplett, die komplette Sicht darauf ändern können. Du verlierst jetzt 2 hintereinander, zack, negativ. Gewinnst jetzt 2 hintereinander, zack, krass, wir können oben angreifen. Ja gut, und wahrscheinlich spielt die Eintracht nochmal 2-mal unentschieden und dann stehen wir in 2 Wochen wieder hier und sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, Alter, wahrscheinlich fresse ich meinen Weihnachtsbaum auf, ich habe keinen Plan, was passiert, ich kann es einfach noch nicht greifen. Das Positive dabei ist ja, um diese 2 Unentschieden besprechen zu können, musst du keine 2 Wochen warten, weil wir haben ja nächste Woche englische Woche, das ist jetzt nur eine Woche. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, wann endlich mal Oliver Bierhoff hierher kommt und das alles mal analytisch mit PowerPoint-Folien erklärt, warum diese Unentschieden doch sehr, sehr gut sind, eigentlich ein Gewinn sind und warum wir der nächste deutsche Meister werden. Ich glaube, er hätte die Fähigkeit mit seinen BWL-Analytik-Skills. Ich warte auf die nächste Pressekonferenz, die er im Namen der Eintracht hält. Ja, aber dann ist ja auch klar, dass er dann automatisch Löw als Trainer mitbringt. Ja. Ganz also, im Ernst, der Geist, ja. Unterschreibe ich dir hier sofort, wenn Joachim Löw zur Eintracht kommt, Alter. Ich bin da noch nicht so von überzeugt. Also ich meine, das ist wie die Korn-Götze-Schreier, Alter. Ja, genau. Ja, auch gerade gedacht. Götze hätte ich genommen. Sofort. Ohne mit der Wimper zu zucken. Du würdest Joachim Löw nicht als Eintracht-Trainer nehmen. Wirklich nicht. Ich bin unentschlossen. Ich bin genauso wie die Eintracht, bin ich da, habe ich mich da noch nicht entschieden. Ich finde es so geil. Es ist so super. Nur weil so eine komplett verzerrte Wahrnehmung irgendwann stattfindet. Der Typ ist halt irgendwie Weltmeister geworden. Das hat er auch nicht durch Handauflegen geschafft. So, ne? Und natürlich, also jetzt, ich will jetzt nicht in die Nationalmannschaftsdiskussion gehen, aber natürlich ist ein streitbarer Charakter, weil der ist zu lange jetzt schon. Wenn es nur darum geht, wir haben Erik Durm im Kader, der ist auch Weltmeister. Alter. Ja, aber er hat ja nicht gespielt. Okay, also. Okay, Alter. Ein Vergleich. Wow, ey. Wow. Also für dich ist Joachim Löw der Erik Durm unter den Trainern. Weiß ich noch nicht. Nur, dass ich für mich klar ziehe. Okay. Ja, gut. Marvin hat es gesagt, dazu ist es ja da. Es wäre auch langweilig, wenn es hier ein Einheitsbrei wäre. Aber Marvin hat auch richtig gesagt, lass uns da nicht abschweifen, sondern... Ja, einfach das Gefühl aushalten, dass wir diese nächste Woche, wie René richtig gesagt hat, weil englische Wochen stehen bevor, dass wir hoffen müssen, weil ich habe auch immer einen Fehler gemacht, gebe ich jetzt hier zu. Ich habe immer gesagt, ja, warten, lass mal die nächsten Spiele abwarten. Nee, wir müssen halt die nächsten Spiele abwarten, wo was passiert. Das ist das Ding. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, wir können es in, weiß ich nicht, wir können es dann in 2 Wochen bewerten, wenn dann die 3 Spiele vorbei sind und vor Weihnachten die Pause ist. Wenn die Eintracht dann 3-mal unentschieden spielt, weiß ich es auch nicht. Was soll ich denn da machen? Dann hat die Eintracht 10-mal unentschieden. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so. Tatsächlich so der Punkt, der mich jetzt wieder so ein bisschen mehr auf diese Positivseite tatsächlich bringt. Was du gesagt hast, dass es ja einfach 2 Spiele ausreichen und du hast ein komplett anderes Bild. Und wir haben ja noch 24 Spieltage vor uns. Also wir sind trotz dessen, dass wir eigentlich schon sehr weit in der Saison sind, haben wir trotzdem noch genügend Zeit, um diese 2 Spiele mal hinzukriegen, sollte jetzt auch nicht unmöglich sein. Also da ist ja noch alle Luft drin. Die Eintracht hat uns doch auf dem Platz auch gezeigt, dass das jetzt nicht so, die Eintracht, das ist ja kein Marathon. Die Eintracht muss Kleinigkeiten besser machen und Kleinigkeiten mehr Glück haben. Ja. Und dann gewinnst du das eine oder andere Spiel und dann ist es schon soweit. Das ist nicht so, dass du das Gefühl hast, du müsstest hier eine Generalüberholung machen, sondern du musst halt kleine Stellschrauben drehen. Muss jetzt aber trotzdem nochmal in den Kritikmodus gehen, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit über Unentschieden reden, muss man schon sagen, ich glaube, jeder moderne Fußballtrainer wird dir sagen, ganz ehrlich, Unentschieden bringt dich nicht weiter. Und da finde ich ein bisschen, nervt mich die Kommunikation der Eintracht in dem Sinne, dass
dass er als nicht verloren dargestellt wird, aber nicht darüber gesprochen wird, dass du halt nicht gewonnen hast, weil du kriegst trotzdem, ich weiß nicht, ob der das mitkriegt hat, du kriegst halt trotzdem für einen Sieg 3 Punkte. Für einen Unentschieden 1. Ja, ich glaube, das ist schon was länger. Jeder moderne Trainer wird sagen, ganz ehrlich, ich gehe lieber bei jedem Spielstand, wo es unentschieden spielt, wo es unentschieden steht, gehe ich lieber auf Sieg, dann klappt das von, weiß ich, klappt das nicht immer, aber hinten raus habe ich dann mehr Punkte, weil wie gesagt, 3-Punkte-Regel ist halt trotzdem aktiv seit einer gewissen Zeit und dann solltest du die Unentschieden nicht zu lange schönreden. Klar kann das immer passieren und klar kannst du sagen, wir sind schwer zu schlagen. Für diesen Fakt, schwer zu schlagen zu sein, kriegst du aber dann nicht so viele Punkte wie Mannschaften, die völlige Achterbahn durch die Saison fahren, ab und zu mal gewinnen. Das ist ein guter Punkt. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, bei der Beantwortung bin ich mir auch noch nicht so wirklich sicher, aber es fühlt sich halt ein wenig so an, wenn wir über den letzten Sieg der Eintracht sprechen, dann war der noch unter weniger, aber trotzdem unter Zuschauern. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Eintracht gerade in so einem Modus ist. Hat die ohne Zuschauer das Siegen verlernt, Patricia, oder ist das jetzt nur ein blöder Zufall? Ja, also ich würde es jetzt nicht komplett auf die Zuschauer schieben, natürlich nicht. Ich glaube nur, dass halt diese Momente fehlen, wo die Eintracht auch manchmal noch durchs Publikum, vor allem halt bei Heimspielen, angezündet wurde. Also wo dann halt wirklich diese 100% Konzentration einfach wieder da sind, weil das Publikum die Mannschaft anpeitscht. Das, vor allem bei so einem Stand wie gegen Union. Dann steht es halt 3-2, du führst. Und dann fängst du dir vielleicht nicht mehr den Max Kruse Wunderschuss am Ende zum Unentschieden, sondern bringst das halt noch irgendwie über die Bühne. Oder du machst halt gegen Dortmund dann das 2-0 oder sowas halt. Ich glaube, diese kleinen Momente, die sich dann einfach vielleicht durch die Stimmung in irgendwas Positives verwandeln. Ich glaube, das fehlt. Also ja, einfach, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ich glaube, das ist das, was fehlt. Und ja, natürlich könnten da Zuschauer dann helfen. Vor allem halt ein volles Stadion und dann nicht nur wenige Zuschauer, wobei das ja auch schon einen Unterschied gemacht hat, finde ich, so ein bisschen. Auf jeden Fall. Es hat schon einen Unterschied gemacht, aber es war trotzdem besser als nichts, ne? Ja. Und ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt am Wochenende mal ganz kurz in England reingeschaut. Ich guck nach England rein, Alter. Also ich habe in die englische Liga reingeschaut und es gab wenigstens mal so durchschnittlich so 2000 Fans in einigen Stadien. Das ist schon besser als halt nix. Ja, und ich glaube, das merken die Leute auf dem Feld dann halt auch. Und das ist halt einfach nochmal was anderes. Und vielleicht haben wir halt auch Spieler, ich will es wirklich jetzt nicht auf verallgemeinern. Und wir sind Profis und die müssen auch, egal ob Zuschauer da sind und ob keine Zuschauer da sind, das haben wir in der letzten Saison schon gemerkt, die müssen halt trotzdem einfach funktionieren, auch wenn es scheiße ist, weil das gerade auch für die, das darf man auch nicht vernachlässigen. Eintracht hat jetzt noch einigermaßen bisschen bessere Zeit, aber stell dir mal vor, du würdest jetzt gerade europäisch spielen. Welchen krassen Drang du eigentlich hast, einfach jetzt nur mal ein paar Wochen vielleicht zu relaxen, weil du immer in diesem Rhythmus bist. Also so Spiele, die gerade international unterwegs sind, vielleicht noch in der Nationalmannschaft, die haben echt einen Höllenrhythmus und ich hoffe, dass viele Spiele, auch wenn die, ja, die bekommen viel Geld, aber ich hoffe, dass viele da nicht verbrennen, weil das ist schon extrem krass, was da momentan passiert. Und bei der Eintracht ist es ein bisschen weniger, aber auch die wird das irgendwo schon beeinflussen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die das auch da beeinflussen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn wir jetzt in diesen Spielen, gerade gegen Dortmund, wenn ich überlege, du machst dieses 1-0, was dann da an Stimmung im Stadion gewesen wäre, dann wären die Dinger danach ein bisschen präziser gewesen. Und ich könnte mir auch vorstellen, diese beiden Chancen, die Sancho da vergeben hat, da wäre auch ordentlich Stimmung im Stadion gewesen, an der du dich nochmal so ein bisschen hättest hochziehen können. Ich will das jetzt auch sehen, verdammte Scheiße, jetzt reden wir darüber ja schon. Ich will so Leute sehen, ich will diese Stimmung auch sehen. Ich hab Bock, weißt du, gegen Dortmund ist immer eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich hab immer Bock, ins Stadion zu gehen gegen Dortmund. Weißt du, ist scheißegal, -4 Grad, alles kackegal, holst dir einen Glühwein, die Hälfte wird verschüttet, weil dir irgendwo so ein Idiot zu nahe kommt oder so. Ja, keine Ahnung, dann gehst du weiter, willst den nächsten holen, dann merkst du, es ist ein heißer Apfelwein, denkst du, hey, gut, okay, trinke ich trotzdem. Und dann gehst du ins Stadion und verpasst wahrscheinlich noch ein Tor, weil du zu lange auf Toilette bist, weil diese Spiele sind immer, die enden ja normalerweise auch hoch. Es gab ja schon 4-4 und so weiter und so fort. Ja. Aber das sind geile Spiele. Und dann hast du natürlich auch so eine richtig gute Mannschaft wie Dortmund, die ich mir auch einfach ganz gerne im Stadion angucke. Und dann wäre ich auch gern dabei gewesen, als so ein Moukoko jetzt mal eingewechselt wird. Das hätte ich schon cool gefunden, allein aus neutraler Sicht. Weil wir sind hier alle am Ende des Tages auch Fußballfans. So, und das sind diese ganzen Momente, die gehen uns jetzt flöten und es ist alles gut und schön, ja, und es nervt trotzdem. Aber es ist halt schade, gerade so ein Spiel, das hätte uns allen noch mal in eine andere Stimmung versetzt. Und das hätte, Basti hat das auch beim Eintracht, bei Fußball 2000 schon gesagt, und wir sagen es hier immer wieder, und die Patricia hat es ja auch immer erwähnt,
am Ende kann das hier so ein paar Prozent mitgeben. Ja. Ne? Und dann der Barkok, vielleicht, keine Ahnung, da wird es wahrscheinlich trotzdem drüber semmeln, ja, aber vielleicht wird da noch mal ein bisschen mehr Drang in der ersten Halbzeit gemacht und dann machen wir es 2-0 und dann am Ende läuft es wieder ganz anders, dieses Spiel. Aber das fehlt mir halt, gerade gegen so Gegner, ja, und nicht gegen und nicht so Nicht-Mannschaften, wie sie heute am Montagabend antreten. Ja, das ist korrekt. Ja. Ich glaube, damit haben wir in das Spiel gegen Dortmund soweit besprochen. In dem Fall können wir wahrscheinlich mit dem einen Punkt, da sind wir mit dem Punkt zufriedener als mit denen davor. Wir haben noch alle Möglichkeiten und ja, 7 Unentschieden von 10 Spielen in dieser Saison. Wisst ihr denn, welches die Mannschaft mit den zweitmeisten Unentschieden in dieser Saison bislang ist? Wahrscheinlich Wolfsburg, wenn du das so einleitest. Ist korrekt, Wolfsburg. Ja. Wisst ihr denn, wie viele Spiele Wolfsburg bislang verloren hat? 2. Keins, oder? Haben die eins verloren? Nee, haben sie nicht. Patricia hat recht. Wow, okay. Es gibt 2 Mannschaften, die noch kein Spiel verloren haben. Das ist einmal Leverkusen mit 6 Siegen, 4 Unentschieden und keiner Niederlage. Und ansonsten dann Wolfsburg, die es genau umgekehrt haben, mit 4 Siegen, 6 Unentschieden und keiner Niederlage. Und das ist dann unser Gegner am kommenden Freitag, also Ende der Woche. 20.30 Uhr müssen wir ran gegen Wolfsburg, die auch am Wochenende unentschieden gespielt haben. Ein 2-2 gegen Köln. Ich würde es jetzt mal der lustigeren Art und Weise nennen. Zumindest, was ich so an den Toren gesehen habe. Ich habe mir nur die Zusammenfassung angesehen. Aber das, was Wolfsburg sich da geleistet hat, abwehrtechnisch bei den beiden Toren von Köln, das war schon eher so, ja, orientierungslos, würde ich es jetzt mal nennen. Ich weiß nicht, habt ihr das Spiel ganz gesehen oder auch nur die Zusammenfassung? Nee, also leider habe ich es mir nicht ganz reingezogen. Ah, sehr schade. Leider, es hat leider nicht mehr gepasst. Ja, hat zeitlich nicht mehr gepasst, aber Real sonst life. Natürlich. Ja. Wow, Real Life ist, glaube ich, das Schlimmste, was du tun kannst, wenn du solche Spiele dann wenn, im Real Life hier anguckst. Ich würde sagen, wenn du weißt, wie es ausgeht und dann irgendwie einer von den Parteien irgendwie, weiß ich nicht, Wolfsburg, Hoffenheim, Augsburg oder irgendwas ist, sich das dann im Nachhinein nochmal in kompletter Länge angucken, könnte ich nicht. Also ich beneide da, nein, ich beneide nicht, ich bewundere da manchmal ja. Max und auf der anderen Seite halte ich ihn für komplett geisteskrank, dass er das macht. Ja, also ich meine, das ist natürlich so, natürlich, Wolfsburg hat schon eine gute Mannschaft, ne? Xaver, ich finde es so geil, Xaver Schlager, das ist auch echt so ein, das könnte auch einer wirklich aus dem Porno sein, ne? So Xaver Schlager, das ist so ein richtig schöner Alpenporno. Früher bei Sport 1 gewesen und so weiter und so fort. Heute spielt er Fußball, ja? Aber es gibt halt auch einfach geile Kicker, so, ne? Also ich meine, das gucke ich mir schon gerne mal an, ne? Also so, ich finde den Aufstieg von Riedler Baku, auch ein geiler Name übrigens, oder auch diesen Brooks, der immer wieder, der Innenverteidiger, der immer wieder zwischen Himmel und Hölle eigentlich, also ne, so schwankt. Also das ist schon eine Mannschaft und der Wuch oder Out, Weghorst, das ist halt ein kranker Typ. Basti hat so eine kleine Leidenschaft auch. Ne? Ja, du hast gesagt, Wolfsburg ist, also die Spieler, die auf dem Platz sind, das ist eine geile Truppe teilweise. Aber gut, das ist bei Wolfsburg auch nichts Neues. Die haben immer schon geile Spieler, das interessiert halt nur keinen. Und dann, wenn du einmal im Jahr oder zweimal im Jahr gegen die spielst, siehst du das halt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mich genug über solche Vereine aufgeregt. Wenn man jetzt rein spieltaktisch darauf geht, hat Wolfsburg die bessere Mannschaft, die ja die bessere Form. Nichtsdestotrotz muss die Eintracht sich aufgrund der letzten 3 Spiele da auch nicht verstecken. Das heißt, wenn Köln da gegen die Unentschieden spielen kann, dann sollten wir das locker schaffen. Und wenn ich jetzt ausblenden würde, dass wir schon so oft Unentschieden gespielt hätten, wäre das auch genau das, was ich erwarten würde. Zu sagen, die Eintracht soll da hinfahren und einen Unentschieden holen. Aber das hört sich jetzt heutzutage nicht mehr so gut an. Also wenn ich jetzt zu euch sage, oh, die Eintracht soll einen Punkt in Wolfsburg holen, wäre das wahrscheinlich gut, aber langsam ist es halt auch mal zu viel mit den Unentschiedens. Das heißt, die Eintracht muss da antreten, natürlich dagegenhalten und dann musst du ein Spiel haben, was normalerweise unentschieden ausgeht, aber du durch das irgendwas Dubioses einfach mal gewinnst und keiner weiß warum. Das will ich jetzt einfach. Das ist einfach, glaube ich, die Eintracht braucht vielleicht auch so einen kleinen externen Glücksfaktor, der dafür sorgt, dass du halt einfach in, ja, die Eintracht will vielleicht nicht ins Wasser, also da muss sich jetzt halt einer reinschubsen. So, und dann wirst du vielleicht sehen, dass es ganz geil da ist, so. Und dann mach's halt so. Also vielleicht muss da irgendwas passieren, weil eigentlich ist das ein Spiel, was, ja, wo ich, wie gesagt, eigentlich maximal unentschieden erwarten würde, oder eigentlich ist es jetzt auch, glaube ich, muss man es ansprechen. Es wäre gar kein riesiges Drama, wenn die Eintracht dann nach großem Kampf sogar verliert, weil Wolfsburg halt eine gute Mannschaft hat. So. Also,
Aber in die Situation hat die Eintracht dich auch ein bisschen selber gebracht. Von daher muss die Eintracht jetzt anfangen, auch mit Hinblick auf den Gegner danach, anfangen einfach zu gewinnen. So fertig aus. Und René, du hast es, glaube ich, weiß nicht, vor 20 Minuten gesagt. Das ist auch nicht unmöglich. So. Also, meine Güte, wir haben die Spiele aufgezählt. Natürlich sind die gut. Aber das heißt nicht, dass du da nicht gewinnen kannst, wenn du richtig, richtig, richtig Bock hast. So. Die Eintracht muss sich halt in diesen Modus bringen. Und dann denken wir, rohren jetzt nochmal diese drei Spiele, die jetzt sind, rohren wir vor Weihnachten mal weg. Und dann gucken wir, was passiert. Ja. Ja. Ja, es ist, aber es ist exakt das. Und du hast eben schon angesprochen, das Programm danach ist auch tricky genug. Ich weiß es nicht. Ich will trotzdem einfach gegen so Plastikclubs habe ich generell eine Aversion. Das wäre selbst wenn nur einen Punkt holen, da will ich eigentlich schon lieber drei, aber das müssen wir halt abwarten. Trotzdem ist diese Mannschaft nicht zu unterschätzen. Aber wie gesagt, die Eintracht hat es immer wieder gezeigt und vielleicht wird es jetzt auch mal Zeit, diese ganze Unschieden-Serie ad acta zu legen und jetzt hier kurz vor Weihnachten nochmal dreifach zu punkten. Das ist möglich, ja, aber auch wenn es ein bisschen nach Zweckoptimismus gerade klingt bei mir. Ja, weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, wenn man sich die Tore anguckt, die sie da gegen Köln kassiert haben, die waren gut, aber auch jetzt nicht so total schwierig rausgespielt. Sie scheinen so ein bisschen anfällig zu sein, wenn du mit schnellen Leuten von den Außen irgendwie in den Strafraum reinziehst. Da könnte ich mir halt schon vorstellen, dadurch, dass wir ja Kostic auf der einen Seite haben, der da ja prädestiniert für ist, dass das da ganz gut funktionieren könnte. Und wenn du dann halt auch jemanden vorne drin hast, wie in Dost oder auch in Silva, die dann einfach diese Bälle verwandeln können, kann ich mir schon vorstellen, dass du da zumindest mal Tore sehen wirst. Und wenn wir auch nur annähernd ähnlich solide in der Abwehr stehen, wie wir es gegen Dortmund getan haben, dann ist da schon, also ich halte es nicht für total unausgeschlossen, da doch tatsächlich endlich mal diese drei Punkte mitzunehmen. Ja, oh Gott, ey, das ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation, dass wir uns an nichts greifen können. Weil ich kann dir denselben Take, den du gerade gemacht hast, kann ich dir auch sagen, dass die Eintracht da verlieren kann. So, und das, die Eintracht sollte eigentlich in einer Position sein, wo das auch okay wäre, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ist es nicht. So. Ja, das ist halt das Problem. Es ist das Problem, dass jetzt eigentlich dieser Sieg mal erwartet wird, dass man einfach mal durchatmen kann, dass man die drei Punkte hat und weiß, ah, es geht doch noch. Und vor allen Dingen mit dem Hinblick auf, okay, vorher war Dortmund, danach kommt Gladbach. Aus den drei Spielen ist am ehesten Wolfsburg die Mannschaft, wo ich sage, okay, komm, dann schlag die halt. Weil, weiß nicht, bei Dortmund und bei Gladbach sehe ich es einfach qualitativ überhaupt nicht. Ja. Wolfsburg hat auch eine bessere Mannschaft, aber Wolfsburg hat auch selbst nicht so krass überzeugt in einigen Spielen. Deswegen ist es jetzt halt das Spiel, wo man sich dran klammert, aber dann enttäuscht wird, weil es dann nicht klappt. Und andererseits kann man dann nicht enttäuscht sein, wenn man sich denkt, hey, okay, aber Wolfsburg war besser. Und das ist halt irgendwie so ein Dilemma, was auch sehr nervig ist, ja, wo sie sich halt selbst reingebracht haben. So ist es nämlich. Und das ist auch egal, wie sehr das die Leute nervt. Die Eintracht hat sich selber in die Situation gebracht, weil du hättest nämlich viel komfortabler in diese die ganzen Spiele jetzt hätten Nice-to-Have-Spiele sein können. Niemand sagt, du musst Leipzig schlagen. Niemand sagt, du musst Dortmund schlagen. Niemand sagt, du musst unbedingt in Wolfsburg gewinnen. Niemand sagt, du musst safe gegen Gladbach gewinnen. Dann wäre alles Augsburg wieder gekommen. Aber du bist halt nicht mehr in der Nice-to-Have-Position, weil du die Must-Haves nicht genommen hast. Und dann ist es halt, ja, es wäre halt auch eine komplett andere Stimmung nach den Unentschieden gegen Leipzig und Dortmund. Ich finde auch immer noch nicht, dass das jetzt so mega die gute Stimmung hervorgerufen hat, obwohl das ja ehrwürdige Ergebnisse sind, sage ich mal. Also normalerweise. Aber woher denn auch? Wäre die Eintracht ganz normal irgendwie mal was gerissen hätte und gegen schwächere Mannschaften gewonnen hätte und in einer ganz anderen Position steht, dann feierst du dich doch dafür, dass es ein Unentschieden gegen Dortmund und Leipzig ist. So ist es halt wieder so, ah ja, cool, aber irgendwie zu wenig in der Situation. Und das nervt halt. Ja, ganz ehrlich, und jeder, der dann sagt, und auch die Eintracht selber dann sich immer so verteidigt, halten wir ganz kurz mal fest, und ohne der Emotion rauszurechnen, die Eintracht hat 1,3 Punkte im Schnitt geholt. Das ist ein bisschen wenig. Punkt. Ja, ist es. 10 Spiele, 13 Punkte ist mit Sicherheit keine Bilanz, wo du sagen kannst, geil. Und wenn mir dann irgendeiner erzählen will, ja, aber wir haben nur da so viel Rückstand, ja, aber meine Güte, das liegt daran, dass die Bundesliga allgemein vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist in diesem Mittelfeld, aber 10 Spiele, 13 Punkte ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Punkt. Und am Ende hast du mal auch ein Problem, du wirst mit diesem Schnitt halt nicht dauerhaft in den mittel- bis oberen Regionen spielen können. Also wenn du jetzt weiterhin nur Unentschieden spielst, wird es halt einfach zu knapp. Ja, das geht halt einfach nicht. Also wenn wir jetzt Stück für Stück dann da immer weiter nach unten durch.
Genau, und das ist Quatsch und das wollen wir doch gar nicht. Und das, wie gesagt, aber ich hoffe, dass Lehren einfach daraus gezogen werden, aus dem, was gut ist. Ich finde es beispielsweise auch gut, dass es mittlerweile immer wieder Möglichkeiten für andere Spiele gibt, wieder rein zu rotieren. Wir haben das bei Durm gesehen, der ordentliche Spiele macht. Wir sehen es bei anderen auch. Ich hoffe, dass der ein oder andere, der bislang wenig gespielt hat, sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr anbieten kann. Über Rustic haben wir ja jetzt eben schon ansatzweise gesprochen. Ich weiß halt nur nicht, und das ist das einzige Problem, was ich momentan ein bisschen habe, ist, dass ich ein bisschen wenig Variabilität im Offensiven einfach sehe, gerade weil Bastos so ein bisschen der Einzige ist, der sicher ein super Spieler ist, aber dadurch, dass mit Ache halt ein Spieler fehlt, fehlen uns da so ein bisschen die Optionen, das ärgert mich. Vielleicht muss man da aber auch noch kreativer werden, vielleicht ist das jetzt aber auch diese Saison, um wirklich nochmal mehr kreativen Output zu haben. Das heißt, wir müssen überlegen, was machen wir mit Spielern, die bald weggehen. Wir haben über Abraham schon mal gesprochen. Hasebe wird nach dieser Saison auch die Schuhe an den Nagel hängen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall zwei Positionen, die wir irgendwie neu besetzen müssen. Was machen wir vielleicht mit anderen Spielern, wenn wir gar nicht viele Leute kaufen können? Wollen wir sie vielleicht versuchen umzuschulen? Ist vielleicht auch eine ganz smarte Angelegenheit, einen Barkok weiter oder öfter offensiv spielen zu lassen? Ja, also auch da, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für die Eintracht, egal was jetzt genau der Plan ist. Aber ist der Plan, variabel zu werden und noch variabler auch zu sein. Und da bin ich mal gespannt, welche Lösung Hütter noch hat, der mich jetzt das ein oder andere Mal schon positiv überrascht hat, nachdem er gebetsmühlenartig eigentlich davor mit der meist gleichen Elf vertraut hat. Also das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe nur, dass da noch mehr kommt. Dann, wir sehen natürlich, dass wir immer mal wieder Spieler haben, die nicht diese Konstanz haben. Ne? Jetzt war es mal einmal so, dass Silva ein schlechteres Spiel gemacht hat. Wir hatten davor mehrere schlechte Spiele von Kamada gehabt. Barkok war jetzt auch nicht so brillant. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass der relativ kurzfristig erst von der Corona-Situation zurückgekehrt ist. Wir werden es abwarten. Aber das Potenzial ist da, aber sie müssen es endlich mal abrufen, weil diese Ein-Punkte-Serie holt auch niemanden ab. Also es ist auch, ich will es auch mal on a larger scale jetzt hier packen. Fakt ist, dass Fußball gerade eine sowieso extrem merkwürdige Rolle gerade in der Gesamtgesellschaft einnimmt. Ne? Also du siehst, dass Jogi Löw sich über den Vertrauensbruch beschwert und alles da, und alles irgendwie auf dieses eine Spiel gegen Spanien ablädt, so nach dem Motto, als wäre nur Spanien irgendwie schlecht gelaufen. Dabei leidet die Nationalmannschaft unter einem Vertrauensverlust seit vielen Jahren oder Sympathieverlust seit vielen Jahren, was viel eher strukturbedingt ist, unter anderem wegen Bierhoff. So, und das trägt es natürlich nicht dazu bei, dass du in Krisenzeiten unglaublich viele Tests dann irgendwie bekommst, wenn du so ein Scheißspiel gegen die fucking Ukraine machen musst. So, und da schmilzt es auf der einen Seite das Vertrauen und auf der anderen Seite auch die Toleranz. Und deswegen der Fußball, und das ist nur ein Beispiel, das hast du in der Bundesliga in schwierigen Zeiten auch gemerkt, wurde er immer ein bisschen bevorzugt und hat eine Sonderrolle eingenommen. Aber haben die Fans noch nicht alle wieder eingefangen. Schau dir bitte die Quoten an. Die sind mittlerweile vielleicht wieder ein bisschen besser, als sie in der Anfangszeit waren. Aber die sind bei weitem noch nicht. Die Klickzahlen, alles ist bei weitem noch nicht auf dem Niveau, wie es mal war. Ich glaube, der Fußball hat viele Normalfans ein bisschen verloren. Und für uns jetzt mal, wenn wir den Weg zurück wieder zur Eintracht gehen, wir sind Diehard-Fans, wir gucken uns trotzdem alles von der Eintracht an. Aber ich glaube, dass die Eintracht auch mit 30 Unentschieden viele Gelegenheitsgucker nicht wieder ranholen kann. Du brauchst mal wieder so ein bisschen ein Feuer, eine Euphorie, damit andere auch mal wieder angezündet werden. Und da ist halt wichtig, dass du auch mal das ein oder andere Spiel mal gewinnst, weil sonst meanderst du dich durch die Liga und erreichst wahrscheinlich Platz 12 und hast du bist froh, dass du trotzdem nicht irgendwie absteigst und dass du keine finanziell krasse Schwierigkeiten hast, aber die Euphorie ist halt nicht da und die muss langsam mal wieder entfacht werden und die entfachst du nur, wenn du auch spielerisch mal wieder 3 Punkte holst. Sorry, lange Ausführung, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Nee, ist ja ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist, also dem würde ich vollkommen zustimmen, dass einfach eine ganze Menge dort so ein bisschen das Interesse am Fußball verloren hat und das kriegst du eben nicht mit dem 48. Unentschieden in Folge da irgendwie raus. Ich glaube trotzdem, dass wir gegen Wolfsburg eine gute Chance haben, diesen Punkt mitzunehmen, auch weil es ja zur Gesamtstory passen würde. Du warst als Eintracht in den letzten Spielen nicht zu schlagen. Du hast jetzt das Spiel gegen Dortmund, die zwar über dir in der Tabelle stehen, die aber jetzt trotzdem auch nicht so unfassbar viel besser sind, um da die Punkte mal tatsächlich jetzt auch mitzunehmen. Auch wenn man sich die letzten Spiele anguckt, wir haben in den letzten 3 Spielen, die wir in Wolfsburg gespielt haben, 2-mal gewonnen, 1-mal unentschieden gespielt.
Adi Hütter kennt den Trainer von Wolfsburg, Oliver Glasner, ganz gut. Die haben schon des Öfteren gegeneinander gespielt. Auch da ist die Bilanz positiv eher auf der Seite von Hütter. Ich rede es mir zumindest ein, dass das gut werden kann. Einbildung ist auch eine Bildung. Nein, Spaß, aber ist doch, ja, ist doch ist gut. Richtig. Wir haben ja jetzt auch, wir haben aber auch jetzt auch schon viele Aspekte genannt, warum es gut funktionieren kann. Und wir können ja tatsächlich jetzt einfach mal tippen im Endeffekt, oder? Nee, erstmal machen wir die Aufstellung. Na, machen wir erstmal. Herr Marvin, erstmal die Aufstellung. Du als alter Torwart-Spezialist, wen würdest du denn da aufstellen? Wow, das ist eine harte Frage tatsächlich. Ja. Bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, ich gehe heute mal mit Kevin dran. Sehr schön. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe vorhin bei Fußball 2000 YouTube-Kommentaren gelesen, der ist Team Schubert, weil Kevin Trapp zu schlecht. War das, was? War das der Kollege Weide, der da geschrieben hat? Nee, selbst Weide würde das mittlerweile anders sehen. Aber also, ich dachte, man merkt vielleicht, dass die Situation sehr unsicher ist gerade, dass Leute nach sehr, sehr abstrusen Lösungen suchen. Gut, ja, Kevin Trapp gehe ich mit. Ja. Guter Mann. Abwehr, zuletzt waren wir immer unterwegs mit Ndicka, Hinteregger, Abraham. Enti in der mittleren Position, mal gut, mal schlecht. Aber wahrscheinlich so das Beste, was wir da gerade haben, oder? Es ist, glaube ich, wenn wir die Saison gerade so beschrieben haben, dass wir nicht weiter wissen, kann man wenigstens das machen, was Marvin auch angedeutet hatte. Muss Kreativität und muss Dinge entwickeln. Und Hasebe wird mit Sicherheit nicht plötzlich wieder 25 werden. Deswegen gewöhn dich halt jetzt schon mal dran, dass er nicht ewig da ist. Und hol ihn halt noch rein, wenn du ihn wirklich krass brauchst. Das heißt, ich würde da hinten das so lassen, muss ich sagen. Was nicht gegen Hasebe ist, aber es ist halt einfach für Ndicka. Also so ja, sehe ich das halt. Ja, nicht nur für Ndicka, auch für einen Hinti, wenn du irgendwie sagst, dass er vielleicht auch auf lange Sicht, ich weiß ja nicht, wie lange man tatsächlich mit diesem System Dreierkette dort noch spielen will, aber wenn er dann auch derjenige ist, der auf lange Sicht gesehen diese mittlere Position dort ausfüllen soll, dann braucht er halt jetzt auch einfach Spielpraxis, weil wenn du kein Backup mehr hast, dann damit anzufangen, ist halt auch effektiv zu spät. Patricia hat aber auch gute Spiele gemacht jetzt, ne? Also ich meine, Ndicka war jetzt auch wieder gegen Dortmund sehr solide, oder? Fandst du auch? Ja, Ndicka fand ich gut und ich fand jetzt auch, also Hinti hat sich ja auch gefangen, jetzt nachdem wir letzte Woche so ein bisschen angesprochen hatten, dass der ja auch bisher eine relativ schwierige Saison hatte, so ein bisschen. Also zumindest von den Erwartungen, die man an ihn hatte, als er halt auch schon richtig gut performt hat. Ja, es hat sich ja auch gegen Dortmund jetzt nicht viel zu Schulden kommen lassen. Deswegen denke ich, das ist auch vollkommen okay so, das weiterhin so aufzustellen. Also wie Basti auch gesagt hat, Hasebe wird über lang oder sogar eher kurz ja sowieso ersetzt werden müssen. Ja. Macht halt nicht viel Sinn, sich da irgendwie weiterhin drauf zu versteifen. Der kann dann mal hin und wieder spielen. Es wird sich auch wahrscheinlich der ein oder andere mal verletzen oder braucht eine Pause oder wie auch immer. Oder er kommt halt, weiß ich nicht, zur 70. rein, weil irgendwie die Abwehr gar nicht funktioniert. Das ist ja alles in Ordnung, aber so für die Startaufstellung fahren wir, glaube ich, ganz gut damit. Ja, sehe ich genauso. Also ich denke, da brauchen wir nichts tun. Also die drei sind dann dementsprechend auch safe. Gut, dann fangen wir an von links. Kostic, da brauchen wir auch nicht lange drüber zu reden. Und dann die Frage in der Mitte. Wir haben jetzt gesehen am letzten Wochenende So und Rode. Mhm. Wenn du es spielerisch lösen willst. Ja, ich würde es ganz gern weiter so nehmen. Siehst also, du, warum nicht, Alter? Ja. Okay. Warum nicht? Also, Basti sagt es ja gerade richtig. Warum nicht? Weil ich meine, So, da werden wir am Mittwoch bei Fußball 2000 noch sprechen. Nein, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass was wir auch, glaube ich, hier mal machen müssen, lass uns mal ausblenden, was dann die Leute dann da sagen. Ganz im Ernst jetzt mal rein. Ausgeblendet, wie die ganzen Personalien polarisieren. Und Hasebe rein, ja, nein. Lass uns einfach mal rationaler drüber sprechen. Das ist ja auch wichtig, dass so Leute sich einspielen zusammen. Ja. Du kannst ja nicht, ich meine, wir setzen uns immer hier hin und sagen, oh, der könnte mal spielen, der könnte mal spielen. Es gibt ja auch so Sachen wie, keine Ahnung, dass die auf dem Platz wissen, okay, hier, der macht gerade das, wenn ich das mache. So, also das ist auch nichts zu unterschätzen. Ja, klar, diese Automatismen und Routinen, die kriegst du nicht nur, wenn du das auf dem Training hast. Ja, dann ist nächste Woche, Rode guckt danach, der, ach du, bitte, ist es ja da. Ach nee, der Chor ist da. Also so, klar ist es gut, dass du eine Breite hast, aber du musst es nicht erzwingen in einer Saison, wo du eigentlich auch keine Doppelbelastung hast. Dann würde ich mal denken, bitte lass das einfach mal, doch jetzt funktioniert, ey. Also. Passt. Also So und Rode lassen wir wieder, aber Patricia, wieder mit Turm?
ja, was ist die Alternative? Also auch schon jetzt, er hat sich ja eigentlich ganz gut angestellt, hat sich da auch so ein bisschen eingespielt. Weiß halt nicht, Touré ist ja, ist der komplett rausrotiert aus der Mannschaft? Ja, oder? Also der war nicht mal auf der Bank. Der war nicht mal auf der Bank, nein. Deswegen, und das ist halt so, wenn, dann mein favorisierter Ersatz, der scheinbar aber jetzt gerade so ein bisschen eine Denkpause bekommen hat. Deswegen, ja, warum halt nicht Durm? Ich würde tatsächlich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ich bin ja mittlerweile ein Freund davon, jetzt auch mal einfach daran, jetzt mal weiterzumachen. Ja, nehme ich auch mit Durm. Natürlich könnte man immer mal überlegen, so für einen anderen Moment vielleicht wirklich mal jemanden wie Chandler mal wieder reinzunehmen. Na, ich weiß, ich sage Chandler relativ oft, aber ich kann mir vorstellen, dass für so Spiele, wenn du mal vielleicht auch ein bisschen dreckiger nochmal unterwegs sein willst, aber andererseits ist vielleicht das, ja, ist wahrscheinlich Durm irgendwie so ein bisschen der geradlinigere Spieler. Aber trotzdem, so Chandler sollte man nicht komplett vergessen. Der sollte zumindest mal auf der Reservebank Platz nehmen und dann vielleicht mal auch mal wieder eingewechselt werden. Ja, eben, muss er von der Bank bringen, wenn du irgendwie mal wieder so ein bisschen Tempo brauchst, ja, oder halt genau, so Frische einfach. Ja, das, also das wäre jetzt vor allem in so Spielen gegen Wolfsburg, ja, kann ich mir vorstellen, dass du so ab der, weiß nicht, 70. Minute sagst, hey, jetzt 20 Minuten nochmal irgendwie was anderes, ein bisschen so Impulse von draußen, mehr Energie. Kannst du ja perfekt bringen eigentlich. Das wäre so für mich der ideale Spieler, wenn du halt wirklich irgendwie bis zur 70. irgendwie vielleicht 1-0 führst oder irgendwas und merkst, Wolfsburg muss jetzt aufmachen, wenn sie den Punkt noch haben wollen, dass du dann halt einen Chandler bringen kannst, der einfach nochmal frisch ist, der auch eine gewisse Schnelligkeit dann mit hat und dann da halt nochmal die Linie so ein bisschen auf Vordermann bringen kann. Könnte ich mir gut aus vorstellen, ja. Ist ja krass, ne? Der ist halt auch erst 30. Ich vergesse halt immer, dass Chandler, der so gefühlt schon ewig in diesem Bundesliga-Zirkus unterwegs ist. Ja, ja, gefühlt halt auch. Erst, ja, aber er ist trotzdem halt erst 30, ne? Naja, also ich will nur sagen, Chandler hat auch schon mal gegen Wolfsburg getroffen. Vielleicht kann er es ja mal wieder machen. Wäre gut. So, und dann die spannende Frage: Einstürmer, Zweistürmer? Also, ich will da Schnelligkeit lieber haben als was anderes. Das heißt, gleiche Variante wie gegen Dortmund, Kamada, Barkok, Silva. Ja, wahrscheinlich. Ich habe die ganze Zeit in meinem Gedankenspiel, ich will ein System finden, wo man auch noch Younes damit reinbastelt, aber das sehe ich noch nicht. Also wir sollten auch, glaube ich, nicht gierig werden, nachdem Hütter jetzt schon mal so eine Art Feinaufstellung gewählt hat. wenn da jetzt Younes auch noch rein soll, dann wird es, glaube ich, ein bisschen... Ja, wobei ich mir den tatsächlich auf der 10 so neben einem Kamada, um Kamada ein bisschen Freiräume zu kriegen, weil dieser Younes da ständig irgendwie rumwuselt. Ja, aber dann hast du halt Barkok weg. Dann hast du Barkok weg. Ja gut, aber irgendeine Kröte musst du schlucken, weil 3 hinstellen kannst du nicht, dann musst du auf deinen Stürmer verzichten. Also mehr als 11 Spieler kannst du halt nicht auf dem Feld haben. Habe ich doch gesagt, dass es mir auch nichts eingefallen ist. ja, im Endeffekt würde ich auch sagen, ich würde es einfach genauso gemacht. Also ich fand die Variante gegen Dortmund tatsächlich mit den 2 Zehnern und auch gerade in der Kombination Kamada und Barkok gut. Zum einen, weil Barkok so eine gewisse, mir doch scheißegal, ich will das jetzt so machen, Mentalität hat, so eine gewisse Arschloch-Mentalität. Und Kamada damit halt so ein bisschen dann auch die Freiräume gibt, weil er halt einfach Spieler auf sich zieht und du merkst halt, dass Kamada gut oder besser performt, gerade in diesen kreativen Momenten, wenn er jemanden neben sich hat und der ihm so ein bisschen den Druck nimmt. Ich sehe das auch, ja, so. Und es ist ja auch nicht so schlecht, Younes auf der Bank zu haben, wo du dann 1:1 Kamada oder Barkok ersetzen kannst, wenn du merkst, die finden irgendwie nicht ins Spiel oder es ist nicht deren Tag, passiert ja auch, dann hast du da immer noch mal einen, der genau die gleiche Position spielen kann und vielleicht aber einen glücklicheren Tag hat oder so. Ja, ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, diese Varianzmöglichkeiten zu haben, diese Wechselmöglichkeiten, die tun uns ja vollkommen gut. Und wenn Younes dann dementsprechend wieder angreifen kann, wäre das auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, Younes wird ein Spieler, der wird noch wichtiger. Ich hoffe, dass es jetzt auch mal dauerhaft so ist, dass jetzt nicht immer wieder was dazwischen kommt. Wir merken, ne, Corona betrifft doch immer mehr Spieler. Wir hatten das jetzt bei Barkok, jetzt ist auch Younes mal ausgefallen, deswegen, also er sogar zuerst. Ich hoffe, dass es die jetzt verschont bleiben und dass wir dann die Möglichkeit haben, Younes weiter in dieses Spiel zu implementieren. Jetzt vielleicht noch von der Bank kommend, aber perspektivisch jemand, der auch aus das kreative Moment mitbringt, um das ganze Spiel ein bisschen schöner zu machen. Ja. Dash finde ich gut. Dann machen wir das so. Ja, und wie gesagt, oben, klar, haben wir Silber gesagt, auch kein
keine Überraschung. Aber ich mahne weiterhin an, mir ist das vorne einfach zu. Es ist geil mit Silver, weil wir haben eine absolute Granate da vorne, der in dieser Saison, eigentlich dieses gesamte Jahr 2020, extrem super performt. Ich sehe halt Bas Dost nicht als den gleichwertigen Spielertyp, er ist ein anderer Spielertyp und dementsprechend, wenn wir uns auf Silver einstellen, kommt dann immer so ein bisschen jemand anderes rein, der die ganze Statik verändert. Ich würde mir wünschen, wir hätten jemanden, vielleicht ist Ache bald wieder dementsprechend fit, dass er gehen kann. Aber danke an die Junioren-Nationalmannschaft. Ja, das ist echt. Ja, ich finde, mein Dost, man darf das auch nicht abschreiben. Ich finde, das hat auch keine Leistungsgründe. Nee, nee. Das ist einfach der Grund, weil für mich sind Dost und Silver klar. Ich sag's mal so, die sind mir zu ähnlich, muss ich sagen. Das sind für mich Abschlussstürmer. So. Und die musst du in Position bringen. Wenn du davon zwei hast, klar kann das funktionieren. Das ist in Heimspielen auch okay. Da kannst du den Gegner beschäftigen, wenn du Mannschaften auf Augenhöhe hast. Da sehe ich auch wieder, dass man mal irgendwann wieder mit zwei Stürmern spielen könnte. Aber wenn du halt, wie gesagt, auswärts bei einem Gegner antrittst, der leicht besser ist als du, da würde ich gern wieder diese Schnelligkeit haben einfach auch. Und die hat Dost nicht und ja. Aber heißt nicht, dass der uns nicht irgendwann mal ein Spiel endlich. Eigentlich ist Dost derjenige, der uns die Spiele gewinnen kann und muss, die wir eigentlich gewinnen wollen. So. Wir reden ja hier die ganze Zeit über Spiele, die musst du nicht gewinnen, sondern die Spiele kommen dann noch. Und da ist er wahrscheinlich hoffentlich wieder ein Faktor, der, wenn du, weiß ich nicht, der Gegner stellt sich hinten rein, klopft Bälle rein, mach einfach das Tor. So. Also, was Dost würde ich nicht abschreiben, muss ich sagen. Nee, würde ich auch nicht, aber ich stimme dir zu, bei so einem Spiel wäre mir tatsächlich die Schnelligkeit der wichtigere Punkt. Ja, und sehr gut, okay, du hast ihn ja auf der Bank und kann ja reinkommen und kann vielleicht in anderen Spielsituationen da wieder glänzen. Das ist ja dann auch die Qualität, ne? Aber für mich ist immer mehr ist immer besser, deswegen will ich noch mehr Spieler auf Offensiv da mit Möglichkeiten haben, aber naja, müssen wir mal abwarten. Aber trotzdem ist es gut und jetzt gehen wir erstmal mit Silver aus die Maus. Aus dem Haus. Was ist denn euer Ergebnistipp? Und Herr Marvin wollte ja vorhin schon tippen, deswegen darf er jetzt auch anfangen. Ja, komm, ey, mir reicht es. Unentschieden, die ist das. Wir machen einfach mal ein ganz klares 1-0. Ganz klares. 1-0 für die Eintracht. Patricia. Ja, ich bin noch nicht so weit. Also ich will es sehen, aber ich habe auch letztens gesagt, ich werde jetzt nie wieder was anderes tippen als ein Unentschieden auf die Eintracht, bis die Eintracht beweist, dass sie auch was anderes kann. Und zwar hoffentlich einen Sieg, deswegen 1-1. Basti? Ich muss leider mitgehen. Ich habe auch 1-1 auf meinem Zettel. Ich sehe das auch. Was auch gut ist. Ja, das arme Unentschieden hat ein bisschen gelitten unter der letzten Zeit. Aber ja, es kann gar nichts dafür. Hat jetzt so einen schlechten Ruf bekommen. Das war Unentschieden. Das arme Unentschieden ist tatsächlich in Verruf geraten, weil die Eintracht das zu oft bemüht hat. Aber wie gesagt, ein 1-1 in Wolfsburg wäre vollkommen okay. Also für mich ist das schon ein optimistischer Tipp. Ich rechne eher mit dem typischen Eintracht verliert auswärts ärgerlich 2-0, aber ich sage hier mal 1-1. Ja, unentschieden ist das Wahrscheinlichste. Die Niederlage ist das, was wahrscheinlich irgendwie am besten in die Story passen würde. Ich bleibe dabei, ich habe mich jetzt in einen gnadenlosen Zweckoptimismus geredet und sage, die Eintracht gewinnt dieses Ding am Ende 3-1. So. Und es ist sogar gar nicht so unrealistisch, weil die Eintracht wieder ein Gegentor fängt, ja? Ja, also Gegentor, also ganz ehrlich, irgendwie so ein paar blöde Momente haben wir immer. Die haben diesen Weghorst da vorne, der jetzt ja auch nicht total plump mit dem Ball umgeht. Irgendwas wird da passieren. Aber Das obligatorische Gegentor, aber trotzdem, ich will jetzt endlich mal, dass die Eintracht gewinnt und zwar deutlich, deswegen ein 3-1. Alles andere lasse ich jetzt einfach nicht gelten. So, sehr gut. So. Machen wir das. Dann hatten wir ein bisschen Diskussion auf diesem Facebook, nachdem es war, glaube ich, der Berater hatte das, glaube ich, gesagt, es geht um das Thema Willems, der gegenüber des Hessischen Rundfunk gesagt hat, also entweder wir verlängern oder Willems geht im Winter. Und wir hatten euch da draußen mal gefragt, was denn so eure Meinung ist. Und es war doch zwischenzeitlich sehr ausgeglichen zwischen ja, auf jeden Fall behalten, weil hat Qualität und wenn wir auf eine Viererkette umstellen, dann wäre er der ideale Linksverteidiger. Bloß nicht im defensiven Mittelfeld spielen lassen, bis hin zu, ja, nee, bringt nichts, lieber jetzt noch die Kohle mit einstecken und im Winter noch verkaufen. Was ist denn so eure Meinung in dieser Causa Willems, Marvin?
Also erstmal finde ich es gut, dass da jetzt ein bisschen Bewegung reinkommt, denn ich könnte mit beiden Optionen leben, aber wichtig ist, wenn die Eintracht wirklich sagt, sie will mit ihm verlängern, dann braucht sie auch eine Perspektive, die muss sie dementsprechend auch vermitteln und dann müssen wir auch, oder muss der Spieler zumindest wissen, okay, er wird dauerhaft, sage ich mal, beispielsweise am der Linksverteidigerposition eingewechselt, beziehungsweise nicht nur eingewechselt, sondern spielt auch von Beginn an, weil die defensive Mittelfeldposition war ja eine, die er auch mal bei uns bekleidet hat, aber da nicht seine besten Zeiten gehabt hat. Nee. Ich tendiere aktuell dazu, wenn es einen einigermaßen guten Betrag gibt im Winter, würde ich ihn eher verkaufen, ja, weil ich das Gefühl habe, die Eintracht und Jetro passen nicht so wirklich gut zusammen. Also das ist mein Take und wir würden Geld bekommen, was wir an anderer Stelle vielleicht wieder gut einsetzen könnten. Das ist meine Idee, aber Patricia, wie siehst du das? Ja, eigentlich ähnlich. Also ich bin jetzt nicht böse, wenn er bleibt. So ist nicht. Ich glaube auch, dass der eigentlich seine Qualitäten hat, wie gesagt, auf der linken Verteidigerposition und nicht im zentralen Mittelfeld. Ich will das nicht mehr sehen. Ich bin irgendwie traumatisiert. Aber ich würde auch momentan dazu tendieren, dass, wenn denn ein gutes Angebot kommt, mit dem auch beide Seiten zufrieden sind, natürlich soll er auch glücklich sein bei dem Verein, wo er dann letztendlich landet, sehe ich auch, dass die Eintracht braucht Geld, auch um sich vielleicht anderweitig zu verstärken und dann sehe ich die Millionen, die da für ihn eintrudeln könnten, eventuell ja sogar aus England, als ziemlich hilfreich an. Deswegen Verkauf wäre jetzt, glaube ich, auch so meine präferierte Lösung. Also die Aussage war ja, dass er gerne wieder für Newcastle spielen würde. Das war ja auch die, wo er das Jahr hin ausgeliehen war und da ja nicht so wirklich zum Einsatz kam, weil er sich ja dann auch verletzt hatte. Aber ich glaube das schon, dass das so in der Kombination ganz gut gepasst hätte. Klar. Hat also ja auch, bevor er sich verletzt hat. Also darf man nicht vergessen. Also, der hat ein paar gute Spiele gemacht. Ja, bei Williams, also das einzige Szenario, was mir einfällt, warum er bleiben könnte, ist, wenn er sich damit abfindet, Kostic Backup zu sein. So. Will er das? Fragezeichen. Glaube ich nicht. Glaube nicht, nee. Lohnt sich das für die Eintracht, so einen Spieler dann als Backup zu haben? Wahrscheinlich auch nicht. Also wahrscheinlich wird er schon noch ein bisschen Gehalt fressen. Was ich lustig finde, ist, dass diese Aussage von dem Berater kommt. So, der geht jetzt im Winter oder wir verlängern. Also das ist ja eigentlich eine Aussage, die Vereine treffen. So, entweder gehst du jetzt, da machen wir noch Cash, oder wir verlängern den Vertrag. So, also das ist ja eigentlich ganz nett von dem Berater, muss ich sagen. Dass der auf die Eintracht achtet, zu sagen, yeah, ihr müsst dran denken, Game Sommer gibt's nichts mehr. So, und dann so, okay, danke. Ihr habt es gut zusammengefasst. So. Ich finde William, ich mag den irgendwie gerne. Ich weiß, ich kann das gar nicht genau greifen, muss ich sagen. Ich finde den irgendwie geil. Es ist ein Powerfußballer. Guck dir doch dieses Tier an. Ja, wenn du mit einer Viererkette spielst, kann ich mir den als Linksverteidiger echt gut vorstellen. Muss ich sagen, ich eben nicht. Nee. Für mich ist eigentlich die Idee, er ist eigentlich ein armer Kerl, dass er ab und zu in der Viererkette links gespielt hat. Eigentlich ist er der perfekte, also die Position, die Kostic gerade hat, ist für ihn perfekt so. Nicht nur defensiv, weil da ist er mir ein bisschen zu wackelig. So. Also eigentlich ist die ideale Position für ihn die Kostic gerade spielt. Aber soll ich jetzt hier fordern, dass Kostic auf die Bank geht oder was? Also nee. Das tut fertig. Das Wahnsinns. Das meine ich. Also wenn die Eintracht, kann natürlich auch sein, wenn die Eintracht safe weiß, dass Kostic im Sommer geht, muss man vielleicht überlegen, ihn zu halten. Ja gut, das könnte natürlich so ein Punkt sein, je nachdem. Könnte er nämlich jetzt fit werden, aber alleine, weil ich das auch nicht will, bin ich noch mehr bei euch. Zu sagen, nimm das Cash mit, wenn es ein bisschen was gibt, er ist glücklicher, die Eintracht hat ein bisschen Geld und sollte halt nicht sein, dann aber wie gesagt, ich finde, wir haben hier schon schlechtere Spieler, aber alles in allem war es wahrscheinlich eine unglückliche Zeit und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Hütter und er nicht keine Friends sind. Er hat auf jeden Fall einen richtig geilen zweiten Namen. Sexer ist schon nicht so schlecht. Jetro Danovic Sexer Williams. Habe ich noch nie gehört. Ich habe eben gerade noch mal nachgeguckt. Okay. Vielleicht schwierig heute. Vielleicht schwierig heute, ja. Allerdings. Nee, aber ich glaube, ihr habt es gut zusammengefasst. Cash nehmen und gut. Schauen wir mal, was da noch passiert in dieser Wintertransferperiode. Da werden wir auf jeden Fall dann nochmal drüber sprechen. Was jetzt schon sehr bald kommt, ist unsere gute Tat der Woche. Da hatte der Marvin was rausgesucht und jetzt hören wir uns erstmal den Jingle an, wenn ich den hier gleich finde. Und dann kann der Marvin uns mal erzählen, was er da rausgesucht hat. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles,
zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Marvin, was hast du da gefunden? So, ich habe eine ganz, ganz wunderbare Aktion gefunden, die von einem vom Eintracht-Fanclub, also hier, du hast ja schon verlinkt, das werden wir gleich noch tun, Spenden sammelt. Finde ich eine ganz, ganz geile Angelegenheit jetzt am Wochenende. Das wollte ich jetzt gerade das mal, jetzt gehe ich mal auf den Link, damit ich auch das richtig mitteile. Sonntag, 13.12. zwischen 12 und 15 Uhr. Genau. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Sammelstellen, also beispielsweise selbst in Edwille kann man im Taunusstein, wir hängen euch den Link dann mal rein vom Eintracht-Fanclub-Verband, eine super Sache, wird von mehreren Ultras organisiert, also genau von der UF oder von der Binding-Szene, also da sind ganz, ganz viele unterschiedliche dabei und es gibt die Möglichkeit beispielsweise auch im Gleisdreieck Spenden abzugeben, unterschiedlichster Art. Ich finde, das ist eine coole Sache, in schwierigen Zeiten ein bisschen was zurückzugeben, mögliche Spenden können beispielsweise sein, so simple Sachen wie Konserven, Mehl, Zucker, Speiseöl, Kaffee, alles das, was man halt so vom täglichen Bedarf irgendwie benötigt. Also vielleicht sollte man nicht so seine Designer-Klamotten vielleicht hingeben, falls man die hat oder keine Ahnung, ein angeknabberter Weihnachtsmann bringt es jetzt auch nicht, aber ein frischer Weihnachtsmann wäre beispielsweise auch ganz cool, da freut sich bestimmt auch der ein oder andere. Es hilft alles und ich finde, es ist echt eine richtig schöne Angelegenheit, in diesen schwierigen Zeiten ein wenig zu supporten. Genau, also es wird gesammelt für die Tafeln und allerdings sagt der Fanclub-Verband ausdrücklich, bitte keine frischen Dinge wie Obst oder Salate, weil es eben ja auch darum geht, dass die Dinge dann eventuell eingelagert werden können, um damit auch über einen längeren Zeitraum zu helfen. Deswegen vorrangig gerne Dinge, die man hält, eben lagern kann, wie Konserven, Reis, Nudeln etc. Die verschiedenen Sammelstellen sind benannt. Achtung, die Sammelstelle am Gleisdreieck ist nur von 12 bis 14 Uhr besetzt und man möchte doch auch bitte darauf achten, das Ganze möglichst 100% kontaktlos durchzuführen, also die Sachen aus dem Auto möglichst zügig abladen, abstellen und dann auch wieder weg, um auch da in den aktuellen Zeiten die Kontakte wirklich so weit es geht komplett zu reduzieren. Sind insgesamt 13 Sammelstellen, die dort verlinkt sind, also wenn ihr da was habt und da was abgeben wollt und könnt, dann vor Sonntag noch auf den Link gucken, was bei euch in der Ecke ist und die Sachen dann dort abgeben. Genau. Ich glaube, wir müssen das auch nochmal organisieren. Basti, wir hatten uns ja schon mal kurz koordiniert, aber ich glaube, so ein bisschen was haben wir ja vielleicht auch, was man mal irgendwie mitgeben kann. Ne? Yes. Ich bin ein bisschen weit weg, sonst würde ich euch in der Tat was abgeben, aber gutes Datum. Vielleicht kannst du schon mal fahren. Gutes Datum auch dafür. 13.12. Ja. Genau, also wir verlinken euch das und dann könnt ihr da nachgucken, was da bei euch um die Ecke ist und dann die Sachen dort abgeben. Ist eine super coole Aktion und sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Ja, und dann haben wir noch zwei Empfehlungen und da brauchen wir jetzt erstmal unseren Empfehlungsjingle. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und Patricia. Und Patricia, genau, so ist es. So ist es. Ich lese mal gerade die zwei Empfehlungen vor, die wir hier von den Hörerinnen bekommen haben. Und dann könnt ihr noch ergänzen. Wir haben einmal von @j_mndh auf Twitter geschickt bekommen, den Legenden verloren Podcast. Geht um einen Podcast, der sich um ja, vergessene Zeiten aus 30 Jahren Frauen-Bundesliga-Fußball ja, damit beschäftigt. Unter anderem damit dabei die Franziska, die wir hier auch schon zu Gast hatten, wegen ihrer Fußballfibel. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Und die ja, greifen dort quasi ja, solche nennenswerte und in Vergessung geratene Situationen auf, sprechen dort mit Menschen, die dabei waren, die beteiligt waren. Finde ich eine gute Aktion. Ich selbst habe noch nicht reingehört. Ich bin da heute auch erst drauf aufmerksam geworden, habe das aber auf jeden Fall jetzt schon mal auf der Liste und klingt nach einem spannenden Thema.
Und dann hat uns sowohl die Zambrine als auch die Eintracht Emma noch geschrieben, dass es ja jetzt demnächst ein neues Eintracht-Buch gibt, und zwar einen Städteführer, 59 Eintracht-Orte, der Stadtführer für Frankfurt. Kann man käuflich erwerben in Buchhandlungen, aber auch im Eintracht-Museum. So wie ich den Bewe heute auf Twitter verstanden habe, sind die Bücher schon da, es fehlen aber noch die dazugehörigen Karten. Und wenn das alles dann zusammen ist, dann können das, wie gesagt, auch im Museum erworben werden, und bestellen kann man das Ganze auch per E-Mail unter museum@eintrachtfrankfurt.de. Ich hänge euch die E-Mail-Adresse und den Hinweis auf den Tweet von Bewe mit in die Shownotes, dann könnt ihr da reinklicken. Normalerweise würde ich an der Stelle auch Amazon empfehlen, aber erstens glaube ich, dass wenn ihr das direkt im Eintracht-Museum kauft, da wahrscheinlich mehr Geld hängen bleibt als bei Amazon, und zum anderen ärgert uns Amazon gerade so ein bisschen mit hier diesen ganzen Affiliate-Links, von daher empfehle ich die jetzt an der Stelle mal nicht. So, was haben sie jetzt davon? Was habt ihr noch an Ergänzung? Ja, ich habe noch eine Empfehlung bekommen von Markus, der hat uns empfohlen den Serie A More Podcast. Da arbeitet ja beispielsweise auch ein alter Bekannter, der Mario Jurica, von uns mit. Sehr, sehr schöne Podcast, und dazu insbesondere die Sonderausgabe zu dem Tod von Maradona. Insofern sehr, sehr schön. Hat ja sehr deutliche Spuren hinterlassen, Maradona in Neapel. Insofern kann man da auf jeden Fall mal reinhören. Hängen wir natürlich auch in die Shownotes. Und dann, liebe Leute, große Empfehlung meinerseits, die Bierhoff-PK von letzter Woche. Das war wirklich was zum Zungenschnalzen, was ich sagen. Patricia, hast du dir das eigentlich angeguckt oder hast du es ignoriert? Ich habe es ignoriert gekonnt. Alles klar, aber Basti, also ich wollte, aber dann habe ich gesehen, dass das über eine Stunde geht, und dann habe ich aufgegeben. Ja, wenn er was zu erzählen hat, dann halt auch richtig, ne? Ja, stimmt. Aber Basti, du hast reingeguckt, ne? Ja, ich habe mir mal ein bisschen das angeschaut, um vielleicht ein bisschen Material für die eine oder andere Sendung noch zu haben. Ist Wahnsinn, so ein bisschen, dass sich das über die Wochen zieht, weil du das Gefühl hast, so ab und zu kann man ja mal unterschiedlicher Meinung sein, beziehungsweise Verantwortliche sehen das so und so und so. Aber beim DFB ist es tatsächlich so, dass du das Gefühl hast, dass man nicht mal greifen kann, ob die das nicht sehen wollen oder die das halt einfach nicht zugeben und einfach durchziehen, weil sich das ja in anderen Bereichen bewährt hat. So. Ja. Also einfach, ja, ich mach's einfach. Und weil ich weiß, es passiert eh nichts. Und so ein bisschen hat man bei ihm das auch das Gefühl, weil ja, Marvin und ich haben uns über eine Szene am meisten lustig gemacht, als er irgendwie Erklärungen sucht, warum die Liebe erkaltet ist, und der fängt an, über Konter zu reden. Was? So. Also ein Erklärungsansatz von ihm ist so, Deutschland, weil er muss aufpassen, dass sie nicht so oft ausgekontert werden. Und ich denke, ich sitze so zu Hause und denke, ja genau, deswegen habe ich nichts mehr mit der Nationalmannschaft zu tun, weil die sich zu viele Konter fangen. So. Also welche Szene stellt er sich denn da vor? Dass da einer vom Fernseher sitzt und sagt, boah, Deutschland, Deutschland, und dann ist ein, zwei Konter zu viel und dann schaltet derjenige ab oder was? Ich habe gerade überlegt, was so das letzte Länderspiel war, was ich wirklich bewusst gesehen habe. Und das war das 7-1 gegen Brasilien. Ich kann mich jetzt nicht wirklich an viele Konter in diesem Spiel erinnern. Also zumindest nicht gegen uns. 7-1 gegen Brasilien, hast du gedacht, das wäre im Finale, brauche ich nicht mehr gucken dann. Nee, ich habe okay. Also hab das, wir waren bei Freunden, um das Finale zu schauen. Ich habe aber tatsächlich, glaube ich, mehr draußen gestanden und gequatscht, als dieses Fußballspiel gesehen, ja. Okay. Gut. Dann, glaube ich, aber hat Oliver Bierhoff dich sowieso verloren. Wenn ja. Tatsächlich. Es wird aber auf jeden Fall gegen seine Kontertheorie sprechen. Ja, das spricht sehr, sehr vieles gegen seine Kontertheorie. Also abgesehen davon, dass es überhaupt nicht um fucking Konter geht. Es geht auch nicht darum, dass die Mannschaft jetzt mal verloren hat. Natürlich bitter verloren, auch alles scheiße, muss man analysieren. Aber da hilft halt keine PowerPoint-Präsentation. Also wirklich, ich kann euch empfehlen, das ist eine Doku. Das ist wirklich eine Doku. Wie weit ist der Fußball, der deutsche Fußballbund von der Menschheit entfernt? Entrückt, will ich meinen. Ne? Also es ist komplett Parallelwelt mittlerweile. Das ist richtig absurd. Gebt euch das mal, wenn ihr ein bisschen Popcorn braucht, leichte Unterhaltung, würde mich freuen. Lustig, wenn du bei Google Bierhoff eingibst, ist das erste, was er vorschlägt, ist tatsächlich Bierhoff und PowerPoint, und danach kommt erst PK. Siehst du mal. Vielleicht Lehrmaterial. Hm. Das kann sein. Ich guck mal, ob ich irgendwo, gibt es irgendwo einen Link zu der vollen Stunde für die ganz hartgesottenen? Ja, ich hau dir den gleich rein. Den gibt es bei Facebook. DFB Team. Mhm. Ja, großartig. Das sind die Seiten, die ich nicht sehe.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, der vielleicht zusätzlich noch irgendwie so eine Empfehlung hat für so ein Trinkspiel oder irgendwas, dann kann man das noch irgendwie, das Lustige noch mit dem Angenehmen verbinden. Ich weiß allerdings nicht, ob man dann irgendwie halbwegs aufrecht dann nach der Stunde aus dieser PK wieder rauskommt. Aber Versuch ist es ja wert. Ja, man muss dazu, also den Warnhinweis müssen wir schon mitgeben. Man muss es wollen, sag ich mal. Ja, oder falls ihr noch irgendwie einen Wetteinsatz sucht, wenn ihr irgendwie um irgendwas genau. ganz Abstruses wetten wollt, dann irgendwie nüchtern diese PK gucken. Könnte noch so eine Variante sein. Ja. Gut. Yes, wir yes. wir nehmen es mal mit auf. Da ist auch der Link schon in unserem Dokument hervorragend. Dann könnt ihr euch das anschauen. Habt ihr noch Empfehlungen? Nee, ich kann aber einen anteasern, die ich in den nächsten Wochen wahrscheinlich haben werde. Ich habe hier das Buch Both Sides von Niklas Bentner. Die Biografie habe ich hier in der Hand. Okay. Da werde ich mit Sicherheit die eine oder andere lustige Anekdote finden und eine abschließende Empfehlung in den nächsten Wochen für euch wahrscheinlich haben. Sehr schön. Oh, das ist sehr gut. Ich habe aber noch was ganz anderes, weil das hat mir jetzt nicht im Doc vermerkt, aber es ist ja trotzdem ein interessantes Thema. So zwei Sachen, die wir vielleicht mal, eine können wir jetzt nur anreißen, die andere können wir ein bisschen näher behandeln. Es gab ja jetzt vor ein paar Tagen die klare Aussage von Bobic, dass man uns als Eintracht-Fans oder wir als Eintracht-Fans uns keine krassen Sorgen machen müssen, dass die Eintracht in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Also es fand ich irgendwie eine relativ positive Aussage. Patricia, wie wertest du das denn? Oder denkst du, das ist wie so ein trojanisches Pferd und hintenrum passieren dann ganz viele Sachen, weil die schon mit irgendwas spekulieren, was weiß ich, Spieleabgänge oder irgend sowas? Ja, weiß ich nicht. Jetzt, wo du es gerade sagst, also am Anfang meine erste Reaktion eben gerade, ich habe das gar nicht mitbekommen, war, es ist ja ganz schön zu hören, weil man sagt sowas ja auch nicht, wenn man sich nicht einigermaßen sicher ist. Klar, zu 100% garantieren kann man nie was, aber ne, also es muss ja schon eine komfortable Situation sein, um sowas rauszuhauen. Was erstmal beruhigt, jetzt hast du noch so diesen Haken zum trojanischen Pferd geschlagen und jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen, aber ich will mich dazu nicht weiter äußern, weil sonst spinne ich mir hier irgendwas zusammen und das will ich nicht. Ich will auch mal positive Nachrichten genießen können. Nee, ist ja auch gut so. Ist ja gut so. Basti, wie siehst denn du das? Also ich meine, er war ja schon relativ deutlich im Statement mit FFH, wo er gesagt hat, es ist sehr, sehr wichtig und größere Probleme sieht er maximal auf emotionaler Ebene, was wir vorhin auch schon touchiert haben. Oder siehst du es trotzdem anders? Ja, ich glaube, ich bin da auch der falsche Ansprechpartner, weil ich habe das Gefühl, ich bin so ein kompletter Naivling. So, ja, die ganze Bundesliga wird eh nicht pleite gehen. Ich lehne mich da zurück. Ich sehe das auch weiterhin nicht. Also diese ganzen Horrorszenarien, die da an die Wand gemalt werden. Aber wie gesagt, ich bin der falsche Ansprechpartner. Ich habe am Wochenende eine Wette mit einem Kumpel angenommen, dass ich gesagt habe, Schalke bleibt drin und geht nicht pleite. Also von daher kann man, glaube ich, an dieser Wette ablesen, dass ich da sehr naiv an die Sache rangehe. Weil ich was ist denn das für eine Quote? Das ist doch so eine 2-Millionen-Quote. Was denn? Dass Schalke drin bleibt und nicht pleite geht. Nö, das ist so ganz normal unter Freunden halt. Aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Das ist so ein bisschen, weil das nicht so greifbar ist alles. Also vor allem diese Horrorszenarien, hier die Bundesliga geht unter und Schalke ist auf einmal nicht mehr da oder existiert gar nicht mehr. Das ist für mich alles überhaupt nicht greifbar. Ich kenne das so ein bisschen, vielleicht bin ich da auch so ein Realitätsverweigerer oder so, aber ich kann das auch gerade nicht greifen und ich sehe das auch noch nicht kommen, einfach weil das so unrealistisch ist, in meinem Kopf zumindest. Aber Patricia, das ist genau der Punkt. Ich sehe das ganz genauso und auch Basti hast ja auch angedeutet, ich habe da voll meine Schwierigkeiten und ich will das auch ehrlich gesagt nicht so wirklich glauben, auch wenn es mir natürlich auf der einen Seite könnte man irgendwie mal, hier hast du mal ein Witzchen gemacht, naja, Schalke jetzt mal abgestiegen, wie auch immer, dies, das, aber erstens will ich es, weiß nicht, ob ich es will, ja, natürlich ist auch mal ganz gut, wenn man Vereine sieht, die unter einem landen, alles gut und die wirtschaften ja seit vielen Jahren wirklich scheiße, ja, andererseits, wer wird dann vielleicht hochkommen, wenn es nicht gerade mal Bochum ist, hast du genügend andere Graupenvereine, die da irgendwie lauern, willst du jetzt auch nicht, ne? Also, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so wirklich sicher, ob ich dann dafür, ja, keine Ahnung, passiert jetzt gerade nicht, aber jetzt Heidenheim war jetzt mal irgendwie ganz okay, aber die müssen jetzt auch nicht weiter oben landen. Oder ja, in Regensburg, so ein Quatsch, ach du Scheiße. Wir haben schon den HSV verloren. Wir haben schon den HSV verloren und dann, die Sache ist aber auch, ich glaube es auch irgendwie nicht, weil am Ende, gut, natürlich, Schalke hat natürlich wirklich offenbar richtig große Schwierigkeiten, gebe ich. Aber es ist doch so, irgendwo werden die schon auch ihr Geld auftreiben und sei es bei Gazprom oder so. Gehe ich mal vor. Ja, oder sicher, man hat es auch bei Dortmund gesehen, als da wirklich die Kacke am Dampfen war, dann einigt man sich in letzter Minute mit irgendjemanden, Gläubigern und so weiter und so weiter.
ich will auch gar nicht sagen, dass die Möglichkeit nicht besteht, aber wie Patricia es beschrieben hat, ist es eigentlich auch bei mir so. So, man, ich kann es mir halt nicht vorstellen, weil, und da müssen, kann man uns, glaube ich, auch ein bisschen so in dem Sinne verteidigen, zu sagen, die Vergangenheit hat uns halt auch gezeigt, dass das auch nicht immer so ist. Was wurde uns schon erzählt? Also wie viele Leute haben schon gesagt, wenn der HSV nächstes Jahr nicht aufsteigt, sind die klar pleite. Ja, ist nicht passiert. So, und dann kommt das nächste Argument, ja, aber der hatte Kühne Geld reingehauen. Ja, Marvin hat es eben gesagt, dann findet Schalke halt einen ähnlichen Typen, der das macht. Das ist jetzt die auch haben, glaube ich, auch eine Nummer von einem, der das könnte. Also, ja. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es nicht passieren wird. Ich sehe nur die Wahrscheinlichkeit als nicht so hoch an. Und das andere ist wahrscheinlich auch vom Wunschdenken getrieben zu denken, ich will nicht, dass Schalke absteigt. Was ist denn, wenn Schalke und Köln absteigen und Fürth und Kiel aufsteigen? Was ist denn dann? Was soll ich denn dafür Alarmstufe Red Videos noch machen? Dann sitze ich da im. Die Frage ist nicht was, sondern die Frage ist, wie viele. Nee, was, Leute, dann nochmal auch. Das muss man sich mal reinziehen. Ich meine, die Situation, die Möglichkeit besteht, Köln und Schalke steigen ab. So. Das sind zwei Mannschaften, die sind nicht allzu gut in der Saison drin. So. Und dann gibt es die zweite Liga, die ist ja ausgeglichen, wo dann vielleicht Fürth und Kiel aufsteigen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann will ich mal, da stelle ich euch mal bis nächste Woche einen Spieltag zusammen, was da für Spiele an einem Fußballwochenende stattfinden würden. In der Fußball-fucking-Bundesliga. Wahrscheinlich, wie gesagt. Das will ich mir also nicht ausmalen. Brauche ich beides nicht. Also ich würde maximal mit mir, also würde auf jeden Fall mit mir reden lassen, Bochum mal wieder in der ersten zu sehen und dann HSV, alles geil, alles safe. Nehme ich so, komplett. Bochum, Hamburg steigen auf. Ja, Mainz okay. Und Augsburg steigen ab. Das wäre super. Andere Möglichkeit. Naja. Jetzt reden wir uns schon wieder in der Traumbundesliga zurecht. Ja, das wäre eine schöne Traumbundesliga. Ja. Also auf der einen Seite, ich fand die Aussage gut, weil das durchaus, also nochmal auf diese Bobic-Aussage, dass man sich da keine Gedanken machen muss, fand ich gut, weil das zeigt, dass sie das im Blick haben und dass sie da Wege gefunden haben. Sie hatten ja jetzt auch gesagt, dass es nochmal einen verlängerten Gehaltsverzicht gibt und so weiter. Also es scheint ja alles irgendwie zusammenzupassen. Der nächste Punkt, auf den ich aber relativ schnell gekommen bin, war die Frage nach, bedeutet das, es gibt keine Invests? Und bin dann relativ schnell tatsächlich gedanklich bei dem Punkt gelandet, dass man mit Abgängen spekuliert, die einen größeren Geldbetrag bringen. Und da gibt es leider nicht so viele Spieler, die mir da spontan einfallen. Und das sind leider auch alles Spieler, die ich absolut nicht abgeben wollen würde. Von daher lässt mich tatsächlich diese Aussage sowohl erfreut als auch mit einer gewissen Furcht zurück. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, es ist auch, genau, also es ist genau das, was man irgendwie erwarten würde, ist das natürlich, wenn es einigermaßen glatt geht, dass du dann Spieler verkaufst, die natürlich noch einen gewissen Wert haben. Das, damit muss die Eintracht eh rechnen, sollte sie nicht das internationale Geschehen erreichen, was halt aktuell auch einfach aufgrund der Ergebnisse gerade nicht so realistisch ist. Großes Problem. Ja. Andere Sache, die ich noch ganz kurz anreißen wollte, könnt ihr schon eine Einordnung geben, eine erste, bezüglich der TV-Geldverteilung oder wollen wir da nochmal vielleicht einfach mal eine Woche warten, bis wir das irgendwie bewerten können? Ist ja eben gerade erst rausgekommen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe bislang nur gesehen, dass da irgendwie Headline war, habe mir aber den Beitrag tatsächlich noch nicht durchgelesen und würde das so ein Stück weit dann auf die nächste Woche schieben. Finde ich fair. Ja. Wenn wir schon gerade bei dem Thema nächste Woche sind, dann können wir auch ankündigen, wir hatten nämlich jetzt im Vorfeld mal gerade kurz geguckt, wie wir das in der nächsten Woche handhaben, weil, wie wir ja auch vorhin schon erwähnt haben, da eine englische Woche ist und die Eintracht halt auch am Dienstag spielt, nämlich gegen Gladbach. Da wir aber ja das frühe Dienstagsspiel haben, nämlich 18.30 Uhr, können wir danach wunderbar hier über dieses Spiel reden. Das heißt, ihr habt vor euch einen kompletten Abend, der sich nur um die Eintracht dreht. Ihr könnt euch erst dieses wunderbare 18.30 Dienstags englische Wochenspiel gegen Gladbach anschauen und uns danach zuhören, wie wir uns entweder maßlos freuen oder total aufregen. Oder unentschieden. Oder ja, das stecke ich jetzt mal in die Kategorie Aufregen bei mir. Ja, ist auch drin. Wir werden dieses Spiel jetzt allerdings nicht vorbesprechen, weil jetzt eine Prognose über Gladbach abzugeben ist total witzlos. Aber Pressure on the Jungs vom Fußball 2000, ihr werdet ja am Montag sicherlich eine Folge raushauen. Dann könnt ihr da ja vielleicht einen kleinen Ausblick auf Gladbach geben und dann könnt ihr das als Vorbericht euch anschauen und dann machen wir die Nachberichterstattung. Da teilen wir uns das nächste Woche so ein bisschen. Ne? Ching, ching, walla, walla, bing, bang. Auf jeden so, Fall. So ist es.
So ist es. Und vielleicht haben wir dann auch genügend Zeit, weil unentschieden, keine Tore, dann können wir ausführlich über Fußball, TV-Geldverteilung sprechen. Dann nehmen wir das einfach als Thema. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für diese Woche. Wir danken euch fürs Zuhören, wünschen euch eine wunderbare Restwoche, hoffen auf mehr als einen Punkt gegen Wolfsburg, so ein bisschen, und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise dann einfach nach dem Gladbach-Spiel wieder. Bis dahin, macht's gut!